Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren und liebe Kinder. Sag jetzt nicht, die schon wieder im Bett liegen sollen, das hast du jetzt schon 10 Mal gemacht. Die eigentlich schon längst im Bett liegen sollten. Ich hätte es weggelassen, wenn du mich nicht erinnert hättest. Ja, ach, hör auf. Wir haben heute, nee, ich höre nicht auf, ich fange jetzt nämlich erst richtig an. Und zwar haben wir heute eine wirklich großartige Runde, die mich so ein bisschen insofern beunruhigt, weil es sein kann, dass ich dann gar nicht genug zu Wort komme. Wir sind nämlich alle so viel großartige Leute. Ich werde versuchen, das wieder mal seitenrichtig herzudingsen und scheitere schon bei der Anmoderation, wie man merkt. Hier auf dieser Seite sitzt Professor Rudolf Simek, der beste wissenschaftliche Berater auf der Welt, für mich zumindest. Rudi, sag mal hallo, ob man dich hört. Sag hallo, ja. Ja, genau. Und nebenbei zum Beispiel Autor des Standardwerks, das Lexikon zur germanischen Mythologie. Und, Rudi, schau mal. Ich habe dein Buch. Endlich. Ja, genau, bitte. Genau. Doch endlich, weil es ist noch ganz warm aus der Druckerei. Gell? Genau, es ist noch ganz warm und ich habe es aufgeschnitten, Käse reingelegt und der ist so ganz wunderbar geschmolzen. Also wunderbar. Sagas aus der Vorzeit, kommen wir vielleicht. Das war der einzige Käse, der drin ist, möchte ich festhalten. Der einzige Käse. Dann haben wir auf der anderen Seite Alexa und Alexander Waschkau vom Hoxilla Podcast. Hi. Wunderschönen guten Abend. Dann sitzt hier unten unser Herr Wissenschaftsjournalist, wie wir ihn nicht nur spontan, sondern auch völlig zurecht getauft haben, Bernd Harder von der... Hallo. Ist zum Glück keine geschützte Berufsbezeichnung. Ja, dann bin ich's auch. Und eben. Und Lydia Benecke, unsere Kriminalpsychologin, sitzt hier. Sag mal hallo. Hi. Sehr gut. Hallo. Und zum ersten Mal dabei ist Mirko der Buddler Gutja, der ist hier und sagt jetzt auch mal hallo. Hallo aus Leipzig. Sehr gut, wunderbar. Und mich hört man sowieso. Dann ist ja alles gut. Ja, ich sehe auch, die Leute jubeln jetzt schon im Chat, obwohl wir noch gar nichts gemacht haben. Sehr gut. Dann vielen Dank. Kommt gut nach Hause, schlaf gut. Das war's. Besser geht's nicht mehr. Es geht heute um Aberglauben. Sag mal, ich Aberglaube oder Aberglauben? Kann das jemand? Beides, aber ich glaube, Aberglaube ist tatsächlich das Gebräuchliche. Okay. Ich habe es vorhin nachgeschlagen. Gott sei Dank. Und ich würde tatsächlich den Herrn Simek bitten wollen, ob du vielleicht für uns das einordnen würdest. Was ist denn der Aberglaube eigentlich? Jetzt keine Vorlesung, ich versuche es kurz zu machen. Ja, genau. Aberglaube, also übersetzt lateinisch Superstitio, und das Konzept gibt es schon bei den Römern und bezeichnet alles, was eigentlich so ein bisschen verdächtig ist und nicht die Staatsreligion betrifft. Wahrsagerei auf privater Ebene, Ängstlichkeit und Glaube an Vorzeichen und solche Sachen. Nicht? Mhm. Und das Christentum erweitert den Begriff dann wesentlich mehr, indem es sagt, dass alles, was nicht verlässliche, richtige Religion ist. Richtige Religion ist natürlich in der patristischen Zeit Christentum. Alles das, woran die Leute aber trotzdem glauben, ist Aberglaube. Also Luther sagt übrigens, Mirko, okay, Missglaube, also statt Aberglaube, weil es falscher Glaube ist. Aber zum falschen Glauben gehört alles Mögliche. Also von den Praktiken heidnischer Völker, die irgendwelche Götter anbeten, bis zu diesen... Was habe ich unlängst gelesen darüber? Ja, man hat die Pharisäer beschuldigt, weil sie sich so anziehen, genau wie in dem Buch Moses, also im Levitikus, mit allen Quasten und Zöpfchen und das noch 2000 Jahren. Dann hat man gesagt, das ist Aberglaube, weil das hat mit Religion eigentlich nichts zu tun, was natürlich stimmt. Ne? Aber auch das war Aberglaube, aber für die Juden ist das nicht Aberglaube. Also man sieht, Aberglaube ist ziemlich relativ. Ne? Und was ist er nicht, der Aberglaube? Alles, was zu meiner jeweils richtigen Religion gehört. Also für mich ist zum Beispiel Himmel und Hölle ist kein Aberglaube, aber du wirst heute ziemlich viele Leute finden, die auf der Straße sagen, dieser Glaube an den Teufel und Dämonen, das ist doch alles Aberglaube. Ist es natürlich nicht. Natürlich. Ja. Heißt das, wenn ich jetzt in die Runde frage, was ist Aberglauben, was ist nicht, würde ich da andere Antworten kriegen oder würdet ihr das so auch sehen?
Also, wenn ich das jetzt Entschuldigung. Wenn ich mich da jetzt vordrängeln darf, aus der Sicht der Volkskunde, also inhaltlich würden wir das ähnlich bewerten, also Aberglaube, obwohl wir den Begriff, weil er denn doch ein bisschen abwertend ist, eher nicht benutzen würden, sind erstmal rituelle Praktiken in Bezug auf Glück und Unglück. Also sowas wie, ich glaube an das Glück von Schornsteinfegern oder das Schornsteinfeger Glück bringen oder dass schwarze Katzen Unglück bringen, solche Dinge. Aber auch halt Dinge, mit denen wir die Zukunft deuten können. Darunter würden allerdings auch solche Sachen wie Astrologie, also Horoskope fallen zum Beispiel. Dann dazu eben auch so rituelle Handlungen, die uns den Alltag, also vermeintlich etwas erleichtern, also sowas wie Glücksbringer-Amulette. Aber dann auch natürlich so negative Dinge wie, ich glaube daran, dass wenn ich meinem Nachbarn einen Fluch schicke, dass er dann Unglück hat und solche Geschichten. Eine Zwischenfrage dazu. Erinnere ich mich richtig, dass die im Christentum auch der Glaube an Schutzpatrone, wie den Typen, der das Auto irgendwie schützt und so weiter, dass das auch als Aberglaube gesehen wurde? Nein, nein, das kann man so nicht sagen. Ich wollte zu Alexander auch noch ergänzen, diese rituellen Praktiken, das ist natürlich nur ein Teil, aber was die Leute glauben, darum spricht man in der Volkskunde dann auch von Volksglaube, Volksreligiosität, wobei das Wort Volk ist natürlich belastet heute, darum spricht man dann vielleicht von einfacher Frömmigkeit oder so irgendwas, und da hast du natürlich eine Vermischung. Weil wenn ich, ich kann an die Fürsprache des heiligen Christopher glaube, bevor ich, wenn ich ein Votum abgebe, also ein Versprechen, bevor ich auf eine Reise gehe. Aber wenn ich glaube, dass mir allein eine Medaille, die am Rückspiegel baumelt, dass mir die gegen allen schützt, dann ist es natürlich Aberglaube. Aber das ist ein fließender Übergang natürlich. Okay, das macht's alles nicht leichter gerade. Vielen Dank. Habe ich das behauptet, dass es das gut? Nein, das hast du nie, im Gegenteil. Du desillusionierst mich eigentlich an jeder Stelle und das mit Hingabe. Sag mal, kennt ihr eigentlich überhaupt noch Menschen, die heutzutage diese Christopher-Rost-Nummer in Deutschland nutzen? Also der heilige Christopher-Rost, der Schutzpatron. Ich habe das im Auto, ich habe das irgendwie vor einem halben Jahr oder so, habe ich das in einem Auto mal, nee, es muss länger her sein, vor Corona-Zeit, in einem Auto mal gesehen, das klebte tatsächlich auf dem Armaturenbrett, so eine silberne. Ja, genau. Denn ich wollte sagen, das ist nämlich die Karte dazu. In Polen gibt es nämlich für alles Karten mit Amuletten, also für alles, was du brauchst. Ja, leider ist das mit dem Lichtchen nicht so einfach. Und dann gibt es ein kleines Gebet dazu. Und in Polen hat das jeder Autofahrer. Also wenn du das nicht hast, dann fragen dich die Leute eher so, was ist mit dir nicht in Ordnung? Wo ist dein Christophorus? ja. Heißt denn nicht auch der Rettungshubschrauber Christoph? Ja, Christoph 16. Das kommt ja auch nicht von ungefähr. Ja. Okay. Tja, ich würde vielleicht gerne mal versuchen, also was mich ein bisschen, also ich habe tatsächlich gemerkt, eine Definition für Aberglauben zu finden, ist genauso schwierig und so umstritten wie bei Verschwörungstheorien. Also das kann man, die Definition, die wir jetzt gehört haben, das war alles so ein bisschen abgrenzend von Religion. Also wenn das Ganze in eine Religion eingebaut ist, dann ist es Glaube. Also wenn ich jetzt hier, ich sag mal ganz ketzerisch, bitte nicht so verstehen, wenn ich hier vor meiner Tür die Parkuhr anbete, dann ist es Aberglaube. Aber wenn ich in der Kirche eine Statue anbete, dann ist es Glaube. Das kann ja wohl nicht sein. Das ist ja keine taugliche Definition. Ich finde die aber erstens sehr originell und zweitens total nachvollziehbar. Okay. Ich habe ja das Vergnügen, ich habe ja vor genau 20 Jahren ein Buch über Aberglauben geschrieben. Und auch da ist die Definition aber nicht von mir, sondern erstaunlich, Herr Professor Simek, ich habe das Buch mit einem evangelischen Weltanschauungsbeauftragten zusammengeschrieben. Also jemand, der fest in der evangelischen Kirche verwurzelt ist. Und er wollte das Thema natürlich so ein bisschen von Religion abgrenzen. Und ich darf mal eine seiner Meinung nach moderne Definition vorstellen. Ich muss es vorlesen. Moderner Aberglaube wird als ein Denken und Handeln definiert, das geheimnisvolle Mittel einsetzen will, um praktische Ergebnisse zu erhalten. Also es ist auf einen unmittelbaren Zweck gerichtet, was der Glaube nicht ist, obwohl man wissen müsste, dass diese Mittel nicht wirklich geeignet sind, sondern auf Selbsttäuschung, Wunschdenken und Illusionen beruhen. Also ich denke, der entscheidende Unterschied zur Religion ist, dass der Aberglaube eine unmittelbare Machbarkeit, einen Zweckgedanke hat.
Ich will jetzt sofort für mich persönlich etwas erreichen. Ich will Glück haben, ich will gesund werden, ich will geschützt werden. Ja. Während der Glaube so das Element hat, man muss sich diesem Gott anvertrauen, aber er ist nicht verfügbar. Okay. Aber das, das ist, ist auch im Einzelfall Sekunde, nicht so. Der Herr Simic hat den Finger gehoben. Ich glaube, diese Definition, die du da vorgelesen hast, ist sehr stark daran orientiert an der traditionellen religionswissenschaftlichen Unterscheidung zwischen Religion und Magie. Ja, richtig. Weil, ja. Und Aberglaube ist nicht gleich Magie, weil eben Aberglaube eben relativiert sein kann auf die jeweilige Religion. Wenn ich diese Wirkmächtigkeit auf Dinge des anderen, auf der anderen Seite sozusagen des Jenseits definiere und glaube, ich kann direkt darauf einwirken, dann ist es Magie. Wenn ich darum beten oder betteln oder versprechen muss, dann ist es Religion. Nicht? Das ist also eine sehr, sehr traditionelle religionswissenschaftliche Einteilung. Ich weiß aber, die Grauzone ist enorm, das weiß ich auch. Aber. Also müssten wir dann eher nicht so sehr zwischen Religion und Aberglaube unterscheiden, sondern zwischen Magie und Aberglauben? Nein, zwischen Magie und Religion. Ja, genau. Das ist, wo der Aberglaube hingehört dabei. Ich muss euch tatsächlich bitten, wenn einer von uns spricht, nicht dabei allzu viel zu machen, weil Zoom dann immer denkt, da will jemand was sagen und den jeweils anderen dann leiser macht. Ich weiß, dass es höflich gilt, und das auch zu Recht, dass man zeigt, ich höre zu. Bitte versucht trotzdem, wenn jemand von uns monologisiert, nicht oder sowas zu machen oder andere Körpergeräusche. Zumindest die dann nicht so laut. Okay, das heißt, wir sind jetzt eigentlich sind wir immer noch bei der Definition. Wir haben jetzt die Religion, wir haben die Magie und wir haben den Aberglauben. Und der Aberglaube ist relativ jeweils zu der Religionskultur, in der man von der aus man das betrachtet. Habe ich das so richtig verstanden? Nicht nur von der Kultur, sondern Aberglaube geht ja auch oder muss ja auch von dem Wissensstand ausgehen, den wir haben. Man kann ja praktisch nur jetzt in der Vergangenheit etwas als Aberglauben bezeichnen. Also wenn die Azteken daran geglaubt haben, dass die Sonne ein Gott ist und dass sie dem Opfer bringen müssen, also lebende Herzen, die sie rausschneiden, das war aus deren Sicht ja kein Aberglaube, sondern die waren ja zutiefst überzeugt davon, dass das so ist. Wir können rückblickend sagen, dass das abergläubig ist, weil es nicht stimmt. Aber das kann man ja eigentlich immer nur im Rückblick definieren. Es kommt, glaube ich, auf die Perspektive an. Also Aberglauben ist immer gerichtet sozusagen von jemandem, der bereits ein festes Weltbild hat, auf eine Handlung, auf einen Glauben, der eben sich unterscheidet von dem, der diese Wertung ausspricht. Deswegen ist vielleicht dieser Begriff Aberglauben auch schwierig zu benutzen. Das Schöne ist, bei einem Archäologen ist es relativ einfach, weil unsere Stücke, die wir ausgraben, sind per se erstmal weder Aberglauben noch Magie noch Religion, sondern erstmal Fundstücke. Und da müssen wir uns noch nicht festlegen. Und gerade je weiter wir uns von schriftlichen Zeiten entfernen, in die Vergangenheit hinein, da ist es dann ganz schwierig. Ist jetzt die Knochenflöte in der Steinzeithöhle, ist die jetzt magisch, ist die jetzt kultisch, ist die jetzt religiös oder ist einfach nur ein Musikinstrument? Das können wir dann gar nicht sagen. Insofern sehen wir, die Definition ist tatsächlich immer abhängig von den Personen, die diese Wertung dann ausspricht. Wenn du reinbläst und es passieren komische Dinge und plötzlich fangen Ratten und Kinder an, dir in einen Berg zu folgen, dann weißt du, das ist Magie. Bist du erstmal ein Hamel. Deswegen hatte ich vorhin auch darauf gedrängt, sozusagen, dass die Volkskunde den Begriff Aberglauben eher vermeiden würde und dass eher so verschiedene Phänomene einzeln untersuchen würde, auch im Hinblick eben auf die sagen wir mal so, direkten Auswirkungen auf unsere jetzige Gesellschaft. Also die historische Komponente ist sicherlich sehr, sehr wichtig und auch zu gucken, wo kommen denn diese Vorstellungen her, die wir heute noch haben. Aber es ist halt besonders interessant auch zu gucken, wie weit ist das heute noch verbreitet? Wofür machen die Menschen das? Wer macht das heute überhaupt noch? Wer hat überhaupt noch einen Glücksbringer in der Tasche und wenn ja, warum? Also das wäre eher so ein Blickwinkel, der zeitgemäßen Volkskunde. Und der uns wunderbar zu Lydia überleitet und den praktischen Anwendungen, die du ja am eigenen Leib erfahren hast, wie du vorhin schon anhand dieser interessanten Spielzeugsammlung gezeigt hast. Ich will nur kurz einmal erwähnen, dass der Masterframe 79 im Chat geschrieben hat, also ist Aberglaube ein bereits eindeutig widerlegter Glaube, während Glaube an sich nicht widerlegbar ist? Fragezeichen.
Da ließe sich jetzt auch wieder langtrefflich diskutieren. Aber dieses ein widerlegter Glaube, das ist doch gar nicht so weit weg von dem, was wir gerade versuchen einzugrenzen. Leider lässt sich das nicht so einfach sagen. Ne? Hm. Weil wir können das, also historisch gesehen, jetzt an dem Beispiel Astrologie, nicht? Im Spätmittelalter haben mit, ich weiß nicht, ob mit gutem Grund oder weniger gutem Grund, aber selbst die meisten Theologen, nicht alle, an Astrologie geglaubt und die meisten Herrscher haben sich Horoskope stellen lassen, um zur Zeugung von Kindern oder von Schlachten oder sonst irgendwas. Aber das unterscheidet sich drastisch von dem, was man heute in der Kronenzeitung oder ich weiß nicht, wie so andere Revolverblättchen, bei denen Azubis so Horoskope schreiben, so Dreizeiler. Wenn Sie vorsichtig sind, dann haben Sie heute die Chance auf einen Gewinn oder so tiefschürfende Aussagen. Glaubt irgendwer an diese Horoskope heute? Ich, ja schon, also keiner von uns wahrscheinlich. Aber der Wallenstein hat da ganze 30-jährige Kriege dran ausgerichtet. Ja, damals. Ja. Aber heute, wer glaubt das, was in, ich weiß nicht, in welchen Zeitungen in Deutschland das vorkommt, aber in Österreich hat jedes miese Boulevardblatt hat so eine Spalte mit diesen Wochenhoroskopen oder Tageshoroskopen. Und ich frage mich immer, wer das ernsthaft liest oder glaubt. Naja, aber dann könnte man ja auch fragen, wer glaubt denn ernsthaft, dass ein Glückspfennig, den ja auch viele Leute bei sich tragen, also eigentlich unser aktuelles Wissen sagt doch, so ein Metallstück, weiß ich, aus was ein Pfennig besteht, Kupfer oder was, hat keinerlei Macht über unser Schicksal, kann keine Einwirkung auf Gesundheit, Glück, irgendwas. Ja. Das ist ja genau dasselbe. Warum tragen Leute das mit sich herum? Aber, obwohl sie es besser wissen müssten, also im Sinne von Aberglauben. Ich weiß eigentlich, dass es falsch ist. Aber, dass es einen Einfluss auf das Leben hat, das kann die Lydia, glaube ich, schon bestätigen, wenn gleich auch auf eine ganz andere Art. Erzähl doch mal. Ja, also, ich bin ja eigentlich hier, weil ich viele Erfahrungen habe mit polnischem Volksaberglauben und interessanterweise ist in Polen die Mischung aus wirklich Aberglauben mit der katholischen Religion interessant verquickt. Es ist kaum zu trennen. Aber an der Stelle erstmal eine kleine Frage wegen der Definition von Bernd, dass man sozusagen mit dem Aberglauben ja etwas erzeugen will, so wie man hat den Glückspfennig dabei, damit man halt Glück hat oder so, ja. Aber dann fängst du ja schon an mit dem heiligen Christophorus. Den tust du dir ins Auto, um keinen Autounfall zu haben. Das ist ja auch eine unmittelbare Wirkung, die du vom heiligen Christophorus erwartest, indem du ihn bei dir trägst. Und dann denke ich auch an den Blasius-Segen. Ich war übrigens 10 Jahre Messdienerin, ich kenne mich aus. Also der Blasius-Segen, für die, die nicht so katholikenaffin sind, der wird am 3. Februar gefeiert nach der heiligen Messe. Und da wird nämlich dann immer so gesagt, auf die Fürsprache des heiligen Blasius bewahre dich der Herr vor Halskrankheiten und allem Bösen. Ist schon eine sehr anwendungsorientierte Nummer. Dann werden da so 2 Kerzen gekreuzt und dann hast du halt den Segen vor Halserkrankungen. Ich meine, und allem wie will Bösen. Man da die Grenze? Also, und allem Bösen, ein Allround-Paket. Und allem Bösen. Ich hätte ehrlich gesagt die Prioritäten andersrum gesetzt, finde es aber sehr interessant. Nein, aber der heißt Blasius und das ist natürlich ganz klar, dass der für Halskrankheiten zuständig ist. Das ist typische Etymologie und das ist nur historisch erklärbar, wie viele andere mittelalterliche Heiligen, die für ganz bestimmte Sachen zuständig sind. Christophorus könnte man als gutes Beispiel hernehmen, ein Christusträger, der Christus über den Fluss trägt und daher für die Reisenden und für den Schutz, weil er trägt ja das kleine Jesuskind über einen reißenden Fluss. Also das sind die Namen ausschlaggebend. Und das ist natürlich ursprünglich, könnte man sagen, ein bisschen abergläubisch, aber hat sich eben eingebürgert und ist Teil der Volksreligion. Jetzt bin ich doch für die Volkskundler bei diesem Begriff Volksfrömmigkeit oder Volksreligion. Und da könnte ich natürlich an die Volkskundlerin die Frage zurückgeben, ist Volksfrömmigkeit immer noch Volksglaube oder enthält Volksfrömmigkeit immer einen Teil vom Aberglauben? Also das würde ich sagen, da sind Grenzen sehr, sehr fließend. Die Frage ist, wie eng die Beziehung zwischen diesen verschiedenen Phänomenen ist. Also der Volksglaube als Begriff, den würde ich eher als so eine Art Mantelbegriff für verschiedene Phänomene betrachten, unter der man dann halt verschiedene Ausprägungen sich angucken kann. Also das ist eben immer die Frage, wie man diese Begriffe definiert. Und Volksfrömmigkeit, das ist jetzt die Frage, ob man da einen abgeschwächten Volksglauben hat oder verschiedene Phänomene darunter fasst. Also das
Das ist immer die Frage, welches. Ich bin auch schwer damit, weil Frömmigkeit bezieht sich ja eigentlich direkt auf den Glauben. Also das müsste stärker sein noch nicht. Also ein frommer Mensch ist mehr als nur ein gläubiger Mensch. Ne? Aber eigentlich ist diese Volksfrömmigkeit ist schon sehr, sehr durchsetzt von allen möglichen nichtchristlichen Formen. Und da sind wir dann natürlich beim Aberglauben. Lydia, zeig noch ein Requisit. Mhm. Einfach, weil wir ja auch Video haben und es dann für die Hoaxilla-Verwertung als Audio-Podcast schwieriger wird. Ich habe eine kleine Sammlung, von der ich an dieser Stelle schon sagen möchte, dass es sehr schwer ist in Polen, den Übergang von Religion zu Aberglauben zu trennen. Also zum Beispiel, wenn man rausgeht, dann würde man natürlich, das kennt man aber vielleicht auch in Deutschland, wisst ihr, was das ist? Da tut man natürlich Weihwasser rein. Ja, und das hängt an der Wohnungstür und bevor du rausgehst, tust du deinen Finger rein und machst halt ein Kreuz und dadurch wirst du halt auf dem Weg geschützt. Auch das hat ja dann eine unmittelbare Anwendung, nämlich dass du dann unterwegs sicher bist. Also das sollte jeder Katholik zu Hause haben, in Polen zumindest. Lass mich ganz kurz sagen, du hast einfach so ein kleines Schälchen, was man sich an die Tür anbringen kann, dann haben die Podcast-Hörer auch ungefähr... Ja, genau. Hier ist eine Maria drauf mit einem Kind zum Beispiel, das gibt es mit schönen christlichen Symbolen und das Schälchen ist dann eben zum Eintunken des Fingers mit Weihwasser, das man sich natürlich aus seiner örtlichen Kirche holt und dann auch in einem Weihwasserfläschchen mit nach Hause nimmt, das zeige ich hier auch. Und in aber Polen das ist doch nicht an der Tür, das macht ja keinen Sinn. Das neben der Tür. Neben der Tür, ja. Direkt neben der Tür in der perfekten Höhe, dass du es nicht vergisst, wenn du rausgehst. Okay. Also neben dem Schlüsselbrett sozusagen. Genau. Das ist ein Klassiker, aber sehr beliebt in Polen auch Heiligenbildchen. Also das ist nur eins. Ich habe wahrscheinlich 200, aber es würde sehr lange dauern. Oh, du hast auch so ein Ding. Das ist ein sizilianisches Beispiel für Weihwasserfestung, das neben meiner Tür hängt. Natürlich. Ja, na klar. Pass auf. Das ist also auch direkt, ne, da fühlst du dich gut, weil du gehst raus und bist direkt gesegnet so. Und dann habe ich hier zum Beispiel ein Heiligenbildchen aus Lourdes. Lourdes, möchte jemand erklären, was es mit Lourdes auf sich hat? Ich sag mal Bärs. Das ist ein uralter, nein, nicht uralt, aber 19. Jahrhundert, glaube ich, Marienerscheinungsort. Ein junges Mädchen namens Bernadette Zubirus soll halt mehrere Erscheinungen an einer Grotte von der Gottesmutter gehabt haben. Und diese Grotte existiert halt heute noch und da gibt es halt Wallfahrten hin. Ja, und natürlich also jede Art von Wallfahrtsorten, da kann man sich dann auch Sachen mitnehmen. In Polen gibt es sehr viele Wallfahrtsorte und meine Familie kommt aus einem. Und in dem Wallfahrtsort Piekarzyńskie, da hängt nämlich ein sehr berühmtes Marienbild. Das ist so das bekannteste Marienbild in Polen. Das gibt es in ganz vielen Ausfertigungen, nennt sich Schwarze Madonna. Und genau, hat man auch gerne in größeren Auflagen. Also früher hatten alle Polen auch so größere Heiligenbilder hängen. Das ist also die Schwarze Madonna in Nahaufnahme. Es gibt verschiedene Mythen dazu, warum die hier diese zwei Striche auf der Wange hat. Da gibt es verschiedene Storys, unter anderem soll das Bild gerettet worden sein und dann war es auf einer Kutschfahrt und der Kutscher hätte dann irgendwie die Pferde angeheizt und dann wäre das Bild beschädigt worden. Da gibt es aber ganz viele Versionen. Auf jeden Fall, das Bild kennt jeder und das sollte man auch zu Hause haben als Pole, weil das ist die Maria, die besonders dann als Schutzpatronin für das Land Polen und dessen Bewohner geeignet ist, so in der polnischen Glaubenslehre. Natürlich auch Johannes Paul II., ich glaube, in fast jedem polnischen Haushalt, zumindest der plus 50 Generationen, hängen Bilder von Johannes Paul II., weil er ja Pole war und das so der Favorite-Papst ist, muss man ehrlich sagen, in der polnischen Bevölkerung. Grab habe ich gestanden im Vatikan. Ich erinnere mich. Ich bin so stolz auf dich, dass du an dich gestanden hast. Toll, oder? Ja. Aber tatsächlich eindrucksvoll. Aber es ist interessant. Aber es ist interessant, dass wir jetzt halt so wirklich im Kontext der Religion aufgehalten haben, weil sozusagen die Beispiele, die ich mir im Vorfeld rausgesucht habe, und das würde ja dann auch wieder zu Bernds Definition eher zurückführen, die ja auch den sozusagen die Tür aufmacht für Esoterik, auch als Teil des Aberglaubens. Also diese Beispiele, mit denen ich mich eher beschäftigt hatte, die waren doch eher säkularer Natur. Also wirklich dieses berühmte nicht unter einer Leiter durchgehen oder der Freitag der 13. Bringt Unglück und all diese Dinge. Und auch da hat sich die Volkskunde, also die ist ja sowieso erst im 19. Jahrhundert wirklich langsam entstanden, aber doch sehr gewandelt. Denn im 19. Jahrhundert, vor allen Dingen Jakob Grimm wollte das gerne, hat man schon versucht, in diesen Vorstellungen, den ja
auch wirklich so ein magisches Denken zugrunde liegt, noch so den alten oder Überbleibsel des alten germanischen Glaubens und der germanischen Mythologie sehen zu wollen. Das macht man eher heute, also in der Volkskunde zumindest nicht mehr, weil man auch festgestellt hat, dass diese Kontinuitäten, also wirklich so eine durchgehende Überlieferung von damals bis in die Moderne immer sehr, sehr schwer zu fassen ist, weil man, wenn man so ein bestimmtes Phänomen, eine bestimmte Vorstellung, wie zum Beispiel Freitag den 13. sich mal anguckt, meistens darauf stößt, dass diese Vorstellung gar nicht so alt ist, wie man dachte. Also Freitag der 13. zum Beispiel kannst du ungefähr so Beginn 20. Jahrhundert sagen. Vorher fand man den noch gar nicht so schlimm. Also meistens ist man dann ein bisschen enttäuscht, weil so diese super lange Geschichte dieser Vorstellung existiert dann auf einmal nicht mehr, wenn man näher hinguckt. Ich habe eine Frage an dich, Mirko, ganz kurz. Ja. Und zwar, gibt es in deiner Profession als Archäologe irgendwelche Dinge, so wie ich es auch vom Theater und vom Fernsehen kenne, nicht pfeifen zum Beispiel oder sowas? Also so Dinge, Rituale, die eigentlich eher abergläubisch sind, oder seid ihr da komplett frei von? Fällt dir da irgendwas ein? Als Archäologen selber? Ja. Ja, das gibt es tatsächlich. Also ich kenne durchaus Kollegen, die immer bei der Grabung nur ihr eigenes Werkzeug dabei haben, weil sie dann glauben, damit finden sie Sachen schneller. Ich kenne einen Archäologen, ja tatsächlich, kein Witz. Ich kenne einen Archäologen, die Glücksschaufel, total, oder was? Glücks-Troll, also so ein Kelle, die benutzt, um Sachen freizulegen. Ein anderer Kollege von mir glaubt an Wünschelruten, Wünschelrutengänger. Sagt, ja, wir haben auf den Grabungen immer wieder mal Wünschelrutengänger, die finden die Sachen immer. Ja, also das ist wahrscheinlich, der wird wahrscheinlich noch einiges erzählen können über Wünschelruten. aber das ist gar nicht so selten, nicht? Aber entschuldige, ich muss da reingrätschen, ja? Ihr seid doch, ich meine, das ist doch eine wissenschaftliche Arbeit. Ja, es ist ein Phänomen, das ist ein Phänomen, das ich auch immer wieder sehe, dass bei Akademikern durchaus auch Sachen verfangen, die wir heute eben nicht so als wissenschaftlich ansehen würden. Also ist Gott sei Dank nicht alle so, das sind wirklich jetzt Einzelfälle, aber das gibt es. Ne? Ich kenne ein Museum, in dem ein Exponat, die wollten einen großen Baumstamm dahin legen, der ist ihnen dann verfault und dann kam einer und sagte, ja ganz klar, du brauchst da ein Mondholz, das im, ich weiß nicht, in welcher Mondphase geschlagen werden sollte, damit es nicht fault. Tatsächlich ist es ja nicht gefault, aber ich denke, es war aus anderen Gründen, weil es auch gleich das eine Dreifache gekostet hat. Wie auch immer sie das dem Landesrechnungshof dann verkauft haben, das weiß ich nicht. Aber tatsächlich, solche Phänomene gibt es und das ist gar nicht so selten. Andere, ich hatte mal einen Chef, der als ehemaliger Waldorf-Schüler war, auch überzeugt von anthroposophischer Medizin. Also solche Sachen, obwohl das Akademiker sind, glaube ich, ist da auch keiner richtig frei von. Und wenn wir uns an die eigene Nase packen, wer von uns hatte nicht schon mal einen Glücksspringer in der Tasche oder hat die Ampel angeschrien, wird doch mal endlich grün, obwohl die Ampel natürlich überhaupt keine Mitleid zeigt mit uns. Die wird dann schon irgendwann grün, wenn man lange genug schreit. Ja, stimmt. Wenn lange genug brüllt, genau, das kommt immer auf die richtige Länge an. Aber das ist tatsächlich so ein magisches Denken, das, glaube ich, bei uns gar nicht so einfach rauszukriegen ist. Weil das vielleicht bei uns auch, jetzt wage ich mich auf sehr, sehr unsicheres Terrain, vielleicht eben auch schon irgendwo verdrahtet ist, entweder durch gesellschaftliche Prägung oder vielleicht sogar aus biologischer Gründen. Halt ja. Weitergegebene Kulturpraktiken. Und genau. Ja, oder einfach psychologische, also irgendwie so eine Art von Gehirngesundheit, die einem irgendwie hilft. Also ich erinnere mich an die Erzählung von einem von Jochen Donau und Cutter, der mit mir gearbeitet hat, unter anderem Maron der Feuerbringer toll geschnitten hat. Der hat, als er 16 war, in der Opel gearbeitet, also im Opelwerk bei Kaiserslautern. Und dort gab es ganz viel so Rituale, gerade am Band, die man jetzt nicht wirklich erklären kann, wo man sagt, warum machen die das und warum wird das auch geduldet? Und das war wohl der Psychohygiene geduldet, dass man ab und zu wirklich erlaubt auch oder geduldet völlig abstruse Dinge macht. Der eine hat sich hinter einer großen Maschine eine kleine Hawaii-Bar gebaut, wo er gar keine Getränke drin hatte, aber so mit so Bastmatten und so weiter hinter einer großen Maschine und da war auch so ein kleines Hula-Mädchen drin, was dann so piep, 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 sich so hin und her bewegt hat. Und da stand der manchmal einfach nur drin.
und ist dann wieder rausgegangen und fühlte sich dann ein bisschen erholt. Ja, oder ein Beispiel noch, ich weiß nicht, ob das mit Aberglaube zu tun hat, aber es ist einfach zu unterhaltsam und das soll es ja auch ein bisschen sein. Ein anderer kam mal zum Jochen und sagte, schau mal die Schrauben, schau mal. Ja, die sind von den Klotüren, die habe ich alle rausgeschraubt und ging weg. Das hat wahrscheinlich nichts mit Aberglauben zu tun, aber mit Psychohygiene vielleicht, weil du einfach, wenn du den ganzen Tag irgendwie so machst oder irgendwelche Dinge irgendwie anguckst, dass du einfach was Beklopptes machen musst, um die Unbekannten. Naja, aber dann, Tommy, würde es mich interessieren, du hast ja jetzt gerade die Künstler erwähnt, Künstler, Sportler, von denen man ja sagt, dass sie sehr viele abergläubische Rituale haben. Was ist denn das bei euch? Sind das für dich oder für euch Künstler vor so einer Sendung, sind das Rituale oder sind das Zwangshandlungen, dass man glaubt, man kann ohne das keinen Erfolg mehr haben? Also es mag sein, dass es eine Kollegen gibt, mir fällt ein, als wir in Adlershof gedreht haben, da wofür der Schwarze Kanal gedreht wurde, da haben wir während das Boot gedreht, da erinnere ich mich, dass viele Teammitglieder, die auch vorher schon im Osten da aktiv waren, die haben da echt sehr drauf geachtet. Also ich durfte nicht pfeifen im Studio. Das war wirklich, also jetzt hörst du mal auf hier, das ist nicht gut, das machen wir ja nicht. So, wo du wirklich gemerkt hast, das war wirklich tief verwurzelt und zwar nicht jetzt nur als Ritual, so wie man irgendwie so sich mal über die Schulter spuckt oder so, weil man es halt macht, sondern das war echt in dem Moment und es war auch etwas bizarr, ehrlich gesagt. Ich habe dann grundsätzlich gepfiffen, weil ich das einfach gesagt habe. Ich würde mal ganz kurz zwei Punkte. Einmal Oppelwerk, ganz kurz. Also Akkordarbeit ist ja nachgewiesenerweise aus der Arbeitspsychologie. Inzwischen ist man ja davon weg, Menschen einen ganzen Tag 8 Stunden lang eine Tätigkeit machen zu lassen, sondern es wird da ja auch rotiert inzwischen, weil man weiß, dass es Auswirkungen hat. Insofern ist jetzt, glaube ich, das Schrauben aus dem Klo rausnehmen jetzt vielleicht keine abergläubische Handlung, eine schöne Geschichte, aber wahrscheinlich eher dem Wahnsinn geschuldet, wenn du 8 Stunden lang die gleiche Bewegung machen musst. Also das ist nicht gut, das weiß man heute auch und deswegen versucht man da zu variieren. Ich wollte aber nochmal aus einer anderen Perspektive das Thema betrachten, weil bei allen Definitionen und allen Beispielen, die wir jetzt hier gehört haben, steckt für mich als Psychologe so ein Aspekt dahinter, der mich da richtig anspringt. Und das ist ja die Idee, dass du im Grunde genommen Kontrolle haben möchtest über das, was mit dir und deinem Leben passiert. Das ist eigentlich ein Kern, der in all uns ja drinsteckt. Also man kann das Selbstwirksamkeit nennen oder man kann da andere Namen für nehmen. Und all diese kleinen Handlungen, die wir hier beschreiben, bis hin zum Horoskop lesen, können ja dazu führen, dass ich mit dem, was mir draußen in der bösen Welt begegnet, besser umgehen kann. Also wenn ich dieses Horoskop, das gibt es bei uns übrigens in Deutschland auch, aber es sind ja die Frauenzeitschriften, seht es mir bitte nach, aber so heißen sie ja auch immer noch in der Journalie, wo es ja nicht nur die 3-zeiligen Horoskope gibt, sondern ganz lange und also epische Breite, natürlich alle völlig nichtssagend, aber wenn du da rausziehst, dass die nächste Woche gut ist, dann kann es sein, dass Menschen sich damit besser fühlen. Sie haben das Gefühl, wo auch immer es herkommt, sie haben mehr Kontrolle über ihr Leben oder es wird nichts Schlimmes passieren, dann gibt es das Konzept der selbsterfüllenden Prophezeiung. Wenn ich glaube, das wird diese Woche nicht so schlimm, kann ich vielleicht besser mit negativen Ereignissen umgehen, weil ich immer wieder sage, ja gut, aber so schlimm kann es nicht werden, weil ich daran glaube. Und das Zweite, Bernd, was du angesprochen hast, Sportler oder auch Tommy mit dem Beispiel, die du genannt hast, das sind ja auch Dinge, die dir Kontrolle geben. Also wie viel Kontrolle hat ein Fußballer, der mit 21 anderen Jungs einem Ball hinterherläuft, 90 Minuten lang? Im Endeffekt, der kann sportlich sein, der kann gut spielen, schlecht spielen, wie auch immer, aber den Rasen anfassen und über beide Schultern werfen oder was auch immer die machen oder immer erst den linken Schuh schüren und dann den rechten Schuh schnüren. Das kann dir ein Gefühl von Sicherheit geben und in einer Art selbsterfüllenden Prophezeiung dir ein positives Gefühl geben. Dann hätte ich aber trotzdem gerade an den Psychologen die Frage, wo fängt die Zwangshandlung an? Genau, und das ist dann genau der Punkt, der spannend ist. Da muss man natürlich dann aufpassen, dass du irgendwann deine Kontrolle komplett an diese Handlungen abgibst und dann bist du völlig richtig bei einer Zwangsstörung. Und das kann einerseits ja eine Zwangshandlung sein, die du ausführst, die auch sichtbar ist für alle. Das ist ja das eine. Das andere, was vielen gar nicht so bekannt ist, was aber auch nicht selten ist und tatsächlich auch sehr belastend für die Betroffenen, die meistens das gar nicht wissen, dass sie das haben, sind auch Zwangsgedanken. Das heißt,
dass du gewisse Dinge auch denken musst oder auch durchdenken musst, damit dein Leben gut läuft. Also wenn du jetzt mit dem Auto fährst, ist das eine, dir so eine Christophorus-Plakette Rückspiegel zu hängen oder so, und dann passiert dir nichts. Oder aber du musst dir vorstellen, vor einer Autofahrt, wo überall auf der Strecke was Schlimmes passieren könnte. Das musst du alles einmal durchgespielt haben, bevor du dann diese Fahrt antreten kannst. Weil wenn du das nicht machst, wird dir was Schlimmes passieren. Und dann sind wir natürlich ganz klar bei den Zwangsstörungen. Und da sind die Grenzen tatsächlich fließend. Und das Problem, das am Ende zu unterscheiden, um das hinzukriegen, musst du Diagnostik betreiben. Dann müsstest du dann mit den Menschen wirklich Psychodiagnostik betreiben und herausfinden, machen sie das noch, weil sie ein bisschen glauben, dass es notwendig ist? Oder machen sie es schon, weil sie gar nicht anders mehr können? Und dann bist du natürlich... Also ganz kurz, warte Bernd, der Professor, der Herr Professor Simic hat vor einer halben Stunde ein von mir subjektiv so empfundenes Bewegal gemacht, das aussieht, als wollte er einen Redebeitrag starten. Ich hätte ihn auch gleich noch was gefragt. Nein, aber wir haben jetzt eine unglaubliche Bandbreite von abergläubischen oder abergläubischen Handlungen oder abergläubischen Riten oder sowas erwähnt. Und die fallen nicht alle in denselben Topf, würde ich sagen. Hm. Weil wir haben diese säkularen Handlungen unter einer Leiter, nicht durchgehen oder nicht pfeifen. Seeleute sind ja besonders abergläubisch. Vielleicht ist das mit dem Kontrollverlust, mit dem traditionellen, den man auf dem Meer hat, nicht? Dass man auf einem Schiff eben, auf dem Segelschiff, pfeift man überhaupt nicht, weil das ist ganz gefährlich. Und das tut man einfach nicht. Aber das ist sozusagen ein kultureller Komplex. Aber diese, was vorhin erwähnt worden ist, dass manche Sachen auf die germanische Mythologie nach Jakob Grimm zurückgegeben, das stimmt tatsächlich, dass das in den meisten Fällen nicht der Fall ist. Aber dann gibt es halt andere Fälle, wie mit dem Freitag, dem 13. Wir haben noch im Mittelalter und bis in die frühe Neuzeit rein diese aus der Antike stammenden sogenannten ägyptischen Tage. Es gibt in jedem Monat zwei ganz bestimmte Tage, die für alles Mögliche unglücklich sind. Und jetzt könnte man natürlich die Frage stellen, sind unsere modernen Mondkalender, und wenn Sie in eine Buchhandlung gehen, also ist es alles voll mit Mondkalendern und was gut wofür ist. Beim Holz bin ich selber gar nicht so sicher, ob das nicht also wir sagen Förster, das hat eine Bedeutung. Andere Leute sagen, das ist reine Esoterik, nicht? Aber und ob Haare schneiden beim zunehmenden Mond oder beim abnehmenden Mond richtiger ist, das lassen wir jetzt dahingestellt, das fällt irgendwo zwischen Esoterik und Esoterik. Nein, aber auch Beobachtungswissen. Es gibt ja Sachen nicht, also wenn bestimmte Kräuter, oder ein gutes Beispiel wäre die Homöopathie. Ich habe fürchterliche Streitgespräche mit Leuten, die sagen, Homöopathie ist reiner Aberglaube. Aber ich kenne genug Pharmazeuten, die sagen, Homöopathie wirkt. Wir wissen zwar nicht warum, aber sie wirkt. Also was ist daran noch Aberglaube dann? Ich würde Homöopathie auch tatsächlich, wie du ja weißt, in den Aberglauben zusammen mit dem Placebo-Effekt natürlich packen. Aber es wirkt, weil man glaubt, dass es wirkt. Man kann es ganz einfach sagen. Also ich denke auch, dass das bei abergläubischen Ritualen, Praktiken, Handlungsweisen und auch Denkweisen der Placebo-Effekt und der Nocebo-Effekt auch eine Rolle spielen können. Also im Ganzen eigentlich so eine Wirkerwartung. Also wenn ich irgendwas tue, damit mir Glück beschieden ist, dann habe ich eine Wirkerwartung. Und wenn ich das Gefühl habe, ich sehe da etwas, was Unglück bringt, weiß ich nicht, eine schwarze Katze oder so, dann ist das ein Nocebo-Effekt, aber eben im negativen Sinne auch eine Wirkerwartung. Und manchmal treten dann eben die Dinge auch ein, weil ich mir natürlich dann die Beispiele, wo dann tatsächlich was Schlimmes passiert ist, viel, viel stärker ins Gedächtnis rufen kann, als die 10 Mal, wo halt nichts passiert ist, als ich eine Katze gesehen habe oder wie auch immer. Also zu diesem an etwas glauben, / etwas verfolgen, da habe ich tatsächlich ein Beispiel. Ich habe, als ich mit dir, Rudi, zusammen diese Buchreihe geschrieben habe, Mara und der Feuerbringer, vor kurzem mit meiner Frau darüber gesprochen, tatsächlich fast jeden Abend diese Hoffnung im Kopf gehabt, also den Tagtraum, den Traum, dass das irgendwann mal ein Kinofilm wird, und habe einfach, ich weiß gar nicht, sich freuen, sich beruhigen, sich irgendwo hinfreuen, irgendwas haben wollen, mir gedacht, wie der Vorspann wohl aussehen könnte, wenn dann diese Schrift kommt und so weiter und so fort. Hab das dann auch genau so, wie ich das mir vorgestellt hatte, umgesetzt dann in dem Film. Und ich bin der festen Überzeugung, dass diese
sehr zielgerichtete, fast schon tunnelblickhafte Fixierung, ich will, dass es diesen Film gibt, maßgeblich dazu beigetragen hat, dass es ihn gab, weil ich einfach jede Möglichkeit genutzt habe in meinem Leben, um den vielleicht irgendwo unterzubringen, um Partner zu finden, um ihn finanzieren zu können. Das war so, so zielgerichtet, dass, naja, wenn es ihn nicht gegeben hätte, würde ich das immer noch machen. Ja? Also, das hat ja nichts mit Aberglauben zu tun. Nee, das hat nichts mit Aberglauben zu tun, aber es ist dieses eingesetzt hast. Ja, aber es ist, genau, ich habe mich für etwas eingesetzt, das hat mit Aberglauben insofern nichts zu tun, aber dieses sich auf etwas fixieren, sich etwas ganz extrem vorstellen, das ist halt das, was ich so in meiner Erinnerung noch habe, dass ich dann wirklich im Bett lag und mir das vorgestellt habe und immer wieder, das war vielleicht nur ein Teilaspekt des Zielverfolgens, definitiv wird es so gewesen sein. Und das hat mit Aberglaube nichts zu tun. Ich glaube auch nicht, dass ich mir beim Universum einen Film bestellt habe. Wirklich nicht. Gar nicht. Ich glaube, da gibt es auch was, was wir ja so eine konfundierende Variable nennen, also so eine einflussnehmende Variable in das ganze Geschehen. Du warst ja auch schon in der Film- und Fernsehbranche tätig. Also das hat sicherlich auch ein bisschen geholfen neben der puren Vorstellung. Also ich könnte mir jetzt noch 100 Jahre vorstellen, dass ich einen Film mache. Ich glaube nicht, dass es bei mir eintreten wird. Ja, aber wenn du jeden Typen, den du triffst, der irgendwas mit der Branche zu tun hat, darauf anquatscht und sagst, übrigens, apropos, Tommy, ich habe da eine Idee. Ja, genau. Piep, 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 piep. Kein Anschluss. Und, ja. Warum funktioniert das nicht bei Teil 2 und 3? Ja, das frage ich mich auch, weil ich mir den Vorspann noch nicht richtig vorstellen kann. Ja, mach mal. Ja, ich mach mal. Warte. Ah, jetzt. Du. Ja, bitte. Ja, bei deinem Kopf. Leute, eine Sache noch. Da, ich würde mich wundern. Mhm. Nochmal bitte. Dass bei deinem Kopfkino, das du hast und das ja geradezu explosive Formen manchmal annimmt, dass da kein Vorspann da ist, das glaube ich dir nicht. Doch, bis jetzt der gleiche von dem ersten Film, nur in Blau. Aha, okay. Ja. Lydia, bitte. Genau, ich finde es deswegen so schwierig, Religion und Aberglaube zu trennen, weil das, was du zum Beispiel gerade beschrieben hast, Tommy, gibt es ja auch bei religiösen Menschen, dass die so zum Beispiel auch geschichtlich manche Menschen gesagt haben, ich habe irgendwas nur erreicht, weil ich so sehr an meinen Gott geglaubt habe. Ne? Und das ist ja auch sozusagen dieser Effekt, wenn es dann klappt, sagt er, siehst du, ich hatte Gottes Segen, wenn es nicht geklappt hätte, hätte man nicht mehr drüber geredet. Und ich wollte noch sagen, in Polen ist das Problem, dass es dann auch Aspekte gibt, die man nicht mehr mit klassischen religiösen Sachen wirklich erklären kann. Zum Beispiel glaube ich nicht, dass es wirklich zur Theologie dazugehört, dass alle anfangen, Panikattacken zu kriegen, wenn man eine Gabel in ein Brot tut. Was? Und die, was? Die, wie ja, tut? Also sagen wir mal, du möchtest das Brot noch, also die Soße auf deinem Teller möchtest du noch das Brot abtunken. Und sagen wir, du würdest eine Gabel dafür nehmen, ja? Weil du noch so ein Stück Brot hättest. Darfst du auf keinen Fall tun. Du darfst auf gar keinen Fall irgendein Stückchen Brot mit einer Gabel anfassen in Polen. Zumindest war das in meiner Kindheit so, weil die Begründung war spannend. Das Brot sei symbolisch für den Leib Christi und das würde ihm ja wehtun, wenn man mit einer Gabel reinpickt. Dass wir aber das Brot essen. Die Begründung allein ist komplett unlogisch, aber Logik ist halt nicht so, ne? Aber das war eine pseudoreligiöse, abergläubische Erklärung, die aber jetzt auch wirklich nicht theologisch irgendwie haltbar ist aus meiner Sicht. Und noch viel schlimmer war die Nummer mit dem Pfeifen auch. Da muss ich gerade an Tommy denken, das erzähle ich immer gerne, dass Mädchen gesagt wurde, wenn ein Mädchen pfeift, weint die Mutter Gottes. Ich glaube nicht, dass das zur katholischen Theologie dazugehört, sondern das ist mehr der Volksaberglaube. Und da habe ich immer gesagt, das gibt's auch gar nicht. Wenn die deswegen weint, sieht die Welt nicht. Genau wie mit der Gabel und dem Brot. Das ist einfach nicht logisch. Aber alle glauben dran, weil es so eine pseudoreligiöse, aber eigentlich abergläubische Volksüberzeugung war. Also davon gibt's einiges in Polen. Ich würde gerne mal reingrätschen. Das ist nämlich genau das, was ich auch beobachte, wenn man sich nämlich beispielsweise Sachen anguckt, die heute als säkular gelten, wie das vorhin das Beispiel von Professor Simek mit der Leiter. Das ist gar nicht so säkular, wie man denkt. Wenn man ein bisschen schaut, scheint das ja wiederum, zumindest wird es von einigen Kulturwissenschaftlern so gedeutet, ein Verweis auf die auf das alte Ägypten und die Darstellung der Göttlichkeit durch das Dreieck. Deswegen sei das quasi nicht legitim, da durchzugehen. Beziehungsweise kann man auch die Dreieinigkeit dafür reinnehmen oder was auch immer. Aber wenn man so ein bisschen mal schaut oder das Klopfen auf
auf Holz, das Glück, das heute ja vor allem Dinge vertreiben soll. Das waren die früher, sozusagen, was heute sozusagen säkular ist, was heute keine Agenten mehr hat, waren damals natürlich durch die Götter und beziehungsweise eben durch die Dämonen- und Engelwelt beseelt. Und damit sozusagen hat man sich direkt an die Religion angegliedert damit. Also man hat sozusagen versucht, die himmlischen oder teuflischen Mächte damit zu beeinflussen. Das ist heute ein bisschen verloren gegangen bei vielen Sachen. Die 13 ja auch. Die 13 ist die Zahl, die als erstes in der Bibel keine große Bedeutung mehr hat. Also die 12er-Zahl spielt eine große Rolle mit 12 Aposteln und was auch alles. Aber die 13 eben nicht, beziehungsweise der 13. Apostel ist ja, der 13. Jünger Christi ist ja Judas gewesen, der dann wieder Unglück gebracht hat. Also da kann man durchaus noch die Beziehung zu Religion finden. Oder behaupten erstmal. Ja. Genau, ja, würde behaupten. Aber ich denke gerade, wenn man, also klar, der Freitag der 13. spielt vor dem 20. Jahrhundert keine Rolle, aber die 13 spielt durchaus schon eine Rolle. Hier schreibt unser Kollege Holm Hümmler gerade, der heute Abend wirklich nichts Besseres zu tun hat, was mich sehr freut. Nicht unter einer Leiter durchzugehen, kann ernsthaft der Unfallverhütung dienen. Ja, vor allem, wenn oben einer arbeitet. Das auch. Das ist ein gutes Argument. Der pragmatische Ansatz, ja, genau. Erfahrungswissen, ja. Aber was ich noch beitragen wollte, ist diese Beobachtung, dass diese Diskussion, was Aberglaube und was Religion ist, auch schon uralt ist. Also das findet sich bereits im Mittelalter. Da wird dann heiß diskutiert, was da noch erlaubt ist und was nicht. Wobei sich da die Theologen durchaus auch widersprechen. Der heilige Augustin sagt, es ist Blödsinn, dir ein Amulett umzuhängen, aber hat kein Problem damit, sich die Bibel unter den Kopfkissen zu legen, wenn er Zahnweh hat. Thomas von Aquin sagt Ähnliches. Amulette sind okay, solange sie nur keine teuflischen Namen drauf haben, sondern nur Gebete, dann ist alles in Ordnung. Also das ist interessant, dass es da durchaus, selbst bei den Zeitgenossen, nicht so klar war. Was, ein Deutungskrieg was eigentlich. Zwischen durchaus. War das nicht so, Rudi, war das nicht so, dass der... Oh Gott, ich weiß ja immer so wenig, aber deswegen bin ich ja hier. Dass Luther auch da ganz extrem gegen die Benutzung von Objekten und all diesen Dingen war? Oder? Von Reliquien vor allem, nicht? Reliquien war das Wort, mein Gott. Ja. Oh Gott, ich bin so ein Loser. Danke. Aber bei den Amuletten geht es ja bis ins Frühchristentum zurück, nicht? In der Patristik hat man schon drüber gestritten. In der was? In der Patristik, in der Kirchenväterzeit, also in den 2., 3., 4. Jahrhundert, dass man da schon drüber gestritten hat, was ist noch legitim und was ist nicht. Und deine Beispiele, Mirko, die sind Legion, würde ich sagen, nicht? Weil der Theologe sagt, ja, es ist völlig okay, wenn man den Namen Christi irgend auf ein Kreuz schreibt und trägt das mit sich. Das ist nichts Magisches und andere, wie der Bernhard von Clairvaux, wettern fürchterlich dagegen, dass sich die Leute irgendwelche Pergamentstreifchen mit Gebete ins Gewand einnähen. Also die Meinungen gehen hier ziemlich auseinander. Und dass die Meinungen der Skeptiker im Mittelalter nicht gewonnen haben, das weißt du am besten, weil wir diese ganzen Amulette finden, nicht? Genau, ja. Das ist so, als bräuchten Menschen also irgendwelche kleinen Dinge halt, egal was. Und deswegen finde ich es extrem schwer zu trennen mit der Religion, weil in den ganzen Wallfahrtsorten ist ja auch haufenweise Zeug zu kaufen, was ja angeblich Effekte hat. Und man sieht ja auch diese Dankestafeln. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal an einem Wallfahrtsort wart, aber da gibt es ja haufenweise Dankestafeln für Heilungen. Das heißt, die Leute glauben ja, dass dahin zu pilgern und sich mit dem heiligen Wasser da zu benetzen, dass die das geheilt haben. Die glauben ja an den direkten Effekt. Also, wichtige Korrektur, sonst kriege ich Ärger mit meinen polnischen Verwandten. Diese Madonna, die ich gerade gezeigt habe, ist die schwarze Madonna von Częstochow, also von Częstochowska. Und der Wallfahrtsort, wo meine Familie herkommt, ist von Piekary. Ist noch eine andere. Ich wollte es gerade noch korrigieren. Ich habe genau, vergessen. Częstochow, das ist also die Częstochow, aber das ist trotzdem die polnische Schutzheilige. Und Piekary ist aber auch ein ganz großer Wallfahrtsort, ist aber noch eine andere. Es gibt echt viele Madonnenfiguren in Polen. Wenn ich auf die Częstochow, Entschuldigung. Ja. Danke. Da würde ich vielleicht gerne noch, weil Lydia jetzt gerade eben dieses Weihwasserbecken gezeigt hat. Und Herr Professor Simek, Sie haben, glaube ich, gesagt, Sie haben sowas auch zu Hause. Da würde mich jetzt interessieren, wenn wir jetzt
das Verhalten der Amtskirche in der Corona-Krise sehen, die ja überall das Weihwasser abgelassen hat und gesagt hat, lasst bloß eure Finger da draus, weil wir können jetzt doch nicht so weit gehen, dass wir sagen, Gott schützt uns mit diesem Weihwasser vor dem Virus. Also selbst die Amtskirche glaubt ja anscheinend nicht an einen unmittelbaren Effekt von diesem Weihwasser. Aber Sie als Gläubiger können privat daran glauben. Ich habe ja gesagt, mein Weihwasserkessel ist nicht gefüllt. Ach so, tatsächlich. Ja. Oh ja. Ihr habt nur dieses Objekt aus Sizilien, das also wunderschön ist in meinen Augen. Hat mir sehr gut gefallen und meine Wohnung ist voll mit nicht nur katholischen, sondern auch anderen. Heidnischen? Bitte? Heidnischen Objekten? Kommt vor. Fantastisch. Aber ich muss jetzt noch eine Sache loswerden, weil Sebastian mir die gerade gegeben hat. Also Sebastian kam gerade heim und er hat daran gedacht, mir eine der bizarrsten Sachen, die man im Katholizismus findet, Disco Maria. Könnt ihr erkennen, wie die blinkt? Disco Maria? Ja, pass auf. Das ist auch kein Fake-Artikel. Das ist eine Marienfigur, die du beispielsweise auf ein Grab oder auch bei dir zu Hause hinstellen kannst. Du kannst das Licht anmachen. Das ist wirklich ein ernst gemeinter katholischer in Polen. Liebe Lydia, der Name Disco Maria steht aber hoffentlich nicht auf der Schachtel, sondern das hast du. Nein, das ist meine Interpretation. Aber wie soll man dieses Ding sonst nennen? Ja? Und das ist ein ernst gemeinter katholischer Artikel, den ich neben einer katholischen Kirche in dem... Der Herr Siemek möchte sagen, dass er auch die zu Hause hat? Oder warum behebst du den Finger? Zu Hause, aber da musst du mal nach Irland fahren oder nach Nordamerika, wo sich irische Siedler niederlassen, die vergraben eine blaue Plastikbadewanne zur Hälfte im Vorgarten, in der, also aber so eine 2 Meter Ding, damit es so eine Art Grotte ergibt, und darin behängt mit, was ich Weihnachtslichter nennen würde, blinkend, steht auch eine lebensgroße Marienstatue. So ein Schrein. Das ist so irischer Volksglaube. Ich glaube, der ist noch schlimmer als der polnische, wenn es zu Marienstatuen gibt, weil man durch diese Vorgärten fährt und sagt, auch das ist noch katholisch. Ich meine, vielleicht ist das ein Vorteil, dass das auch noch katholisch ist und nicht irgendwas anderes. Aber Beispiele sind, es können noch viel extremer sein als deine Disco-Madonna, wollte ich sagen. Ja, die Disco-Madonna, und an die Beispiele würde ich gerne anknüpfen. Wir hatten in Medjugorje, das ist ja auch ein aktueller, berühmter Marienwallfahrtsort in Bosnien, in den Bergen der Herzegowina. Da hatten wir mal einen Fall, das hatte ich lang und breit im GWOP-Blog über mehrere Wochen. Da haben Leute behauptet, ihre Marienstatue würde nachts leuchten. Und das tat sie auch tatsächlich. Und wir haben dann genau das gemacht, was Lydia jetzt praktisch auch gemacht hat, oder Sebastian. Wir haben uns dann mal alle so Kataloge und bei eBay und überall mal rumgeguckt. Und da haben wir tatsächlich genau das Modell gefunden. Und es hatte von Verkaufswegen einen Phosphorüberzug. Also das war völlig, nein! Das war also völlig normal, dass die nachts geleuchtet hat. Aber das haben die Leute nicht gesehen oder sehen wollen. Das war für die ein Wunder. Die waren völlig perplex, was da passiert, und kamen nicht mal auf den allernaheliegendsten Gedanken. Könnte man das dann nicht vielleicht auch als Aberglaube bezeichnen? Ja, oder als kein Internet. Kasimir 45 schreibt, ein Aberglauben schleppe ich seit Kindertagen mit mir. Zu Silvester, Neujahr darf keine Wäsche aufgehangen werden. Ja. Nein, ich glaube nicht daran, schreibt er, aber ich richte mich danach, sonst gibt es Ärger mit der Familie. Genau. Also meine Mutter, die ja schon verstorben ist, hat immer gesagt, zwischen Weihnachten und Neujahr wasche ich keine Wäsche, weil wenn ich das mache, stirbt jemand aus der Familie. Und das war Gesetz. Ja, das ist bei uns auch in Österreich, ja. Ja, das, genau, also die Zeit zwischen den Jahren, die rauen Nächte, wo die wilde Jagd unterwegs ist und die Geister sozusagen. Mhm. Ich glaube, ursprünglich war es auch so, man sollte auch keine Wäsche draußen aufhängen, weil sich da die Dämonen drin verfangen dann und ähnliche Dinge. Wilde also, Jagd. Genau, die wilde Jagd, deswegen machen das teilweise Menschen heute noch. Also ich bin auch mit solchen Vorstellungen tatsächlich aufgewachsen. Ich war sowieso mal irgendwie selber, obwohl ich an einem Freitag, den 13. geboren wurde, sehr, sehr abergläubisch mal zwischendurch, so als Teenager. Habe das dann zum Glück ein bisschen verloren und bin auch heute sehr, sehr froh, nicht mehr abergläubisch zu sein, weil wir nämlich eine kleine schwarze Katze haben. Und die hätten wir wahrscheinlich nicht, wenn ich abergläubisch wäre. Kruxel, ja, ganz kurz, das muss ich dazwischen sagen, dann darfst du. Kruxel schreibt, Silvester hängt mal keine Wäsche raus, weil durch den Feinstaub der Raketen dreckig wird. Vielen Dank. Na also. Ja, der weiße Riese hilft da auch nicht. Der weiße Riese hilft. Rudi, bitte. Ich wollte nur fragen, du bist nicht mehr abergläubisch, ich bin es auch nicht, aber
aus genannten Gründen. Vielleicht hat das was mit den Familientraditionen zu tun. Ich hänge also keine Wäsche über Neujahr auf. Tust du es oder nicht? Ja. Also drin in der Wohnung, ja, draußen wäre ein bisschen schwierig. Wir haben keinen Garten und Balkon ist auch nicht so doof. Also ich würde es dann, wenn... Weiße Wäsche hängen auch übers neue Jahr. Ja. Ja. Okay. Ein Trockner. Ich mag das okay vom Rudi gerade. Okay. Ja, Tommy hat auch vorhin gesagt, alle haben irgendwie einen Aberglauben. Tatsächlich maße ich mir an zu sagen, dass ich mich inzwischen von jeglichen rituellen Handlungen und abergläubischen Handlungen frei gemacht habe. Und ich habe mal einen sehr interessanten Dialog mit einer Arbeitskollegin gehabt, der ich ein paar Brötchen mitgebracht habe, so in der Frühstückspause vom Bäcker. Und dann habe ich ihr das Wechselgeld gegeben. Das waren, glaube ich, weiß nicht, ein Cent, glaube ich sogar. Und dann sagte sie, nee, behalt doch wegen Glück. Und dann habe ich gesagt, ich glaubt da ja nicht dran, also kannst ruhig wieder haben den Cent. Und dann hat sie mich lange angeschaut, die kannte auch, was wir privat natürlich machen, hat sinniert und so einen Moment überlegt und gesagt, du bist wirklich komplett frei von Aberglauben, oder? Und dann habe ich gesagt, ja, das würde ich sagen. Und dann meinte sie, das finde ich eigentlich total interessant, das macht ziemlich frei, oder? Und dann habe ich gesagt, ja, das macht sehr frei, wenn man an keinerlei rituelle Handlung oder abergläubischen Handlung glaubt, ist man sehr frei, weil man eben keine Gesetze oder Dinge oder irgendwas, woran man sich halten muss, einhalten muss. Und ich kann für mich nur sagen, ich bin sehr froh, dass ich das abgelegt habe. War früher, ähnlich wie Alexa das berichtet, auch deutlich abergläubischer. Also ich sage dir eine Sache, wo du definitiv abergläubig bist. Sehr wahrscheinlich hältst du dir beim Gähnen auch die Hand vor den Mund. Hat nichts mit Höflichkeit zu tun, ist reiner Aberglaube, ist eingeführt worden, damit die Seele nicht aus dem Mund entweicht. Lass ich ab jetzt bleiben, gut zu wissen. Jetzt hast du eine Maske auf. Es hat ja immer Kosten und Nutzen. Du bist ja frei, dass du dich nicht an unlogische Regeln hältst, ne, die echt keinen Sinn machen. Aber andererseits musst du natürlich anders deine Selbstwirksamkeit hernehmen. Eben die Überzeugung, dass du was schaffst, da hilft dir dann kein Glückspfennig in der Tasche, wenn du in eine Prüfung gehst, sondern du musst an dich glauben. Und das erfordert natürlich was anderes an Stärke, was du dann aufbringen musst. Und ich wollte noch sagen, es gibt einen schönen Test, wie man schauen kann, ob man, selbst wenn man sagt, man ist nicht abergläubisch, es testen kann. Und zwar, wenn ihr an jemanden denkt, der euch wirklich ganz wichtig ist, Partner, Mutter, wer auch immer, ja. Und wenn ich jetzt sagen würde, schreibt doch mal auf einen Zettel, ich möchte, dass diese Person, der Name, morgen stirbt. Kann ich machen. Es fühlt sich schlecht an für viele Menschen. Viele, selbst nicht abergläubische, sagen, fühlt sich schlecht an. Das tut man nicht. Ich weiß schon, was du meinst. Ja. Das tut man nicht. Obwohl, es würde keinen Effekt bringen. Exakt. Aber das und dann, wenn du dir vorstellst, du tust es. Warum fühlt es sich schlecht an? Natürlich tut man das nicht. Aber weißt du, würde dieser Person morgen oder nächste Woche was passieren, egal wie unabergläubisch du bist, dein Gehirn würde eine Fehlattribution möglicherweise emotional herstellen und würde dir ein schlechtes Gewissen machen. Obwohl du rational verstehst, dass das nicht der Grund gewesen sein kann. Und das zeigt, wie unser Gehirn funktioniert. Es ist aber auch manchmal so, dass man etwas sieht, einen kausalen Zusammenhang gerne sehen möchte, obwohl man weiß, rationell, dass er nicht da ist. Ich erinnere mich, dass als meine Oma gestorben ist, also die Mutter meines Vaters, da stand mein Vater in der Küche. Warte mal, wie war das gleich? Er stand in der Küche und hat irgendwie sowas Ähnliches gesagt wie, ja, wenn die Mu, also seine Mutter, die hat Mu genannt, wenn die jetzt da wäre, das wäre ihr hier drin zu stickig, weil die immer das Fenster aufgerissen hat. Und in dem Moment macht es einen Krach und das Küchenfenster schlägt auf mit einer Wucht, dass wir gedacht haben, gleich haut es die Scheibe raus. Ja, das war natürlich ein cooler Moment und mein Vater wusste, dass das jetzt bestimmt nicht seine Mutter gewesen ist oder das himmlische Kind, was dieses Fenster aufgehauen hat. Trotzdem war es, wie soll ich sagen, also die Kausalität an sich war halt einfach großartig auf eine Art. Und natürlich hat er immer wieder erzählt, ja, nur hat meine Mutter mal sauberes Fenster aufgemacht, damit ich es nicht mehr vergiss. Ja. So funktioniert unser Gehirn. Es stellt Zusammenhänge her. Und das ist ja die Basis von Aberglauben. Ja, das wollte ich auch eben noch zur Homöopathie ergänzen, was Alexa gesagt hat. Gerne. Ja, nein, es geht nicht darum, Alexa hat ja den Placebo-Effekt, erwähnt, also dass die Wirkung praktisch von einem selber hergestellt wird. Aber es gibt ja auch noch einen zweiten Effekt, nämlich diese Korrelation statt Kausalität. Also wenn das einmal funktioniert, wenn die Krankheit tatsächlich in dem Moment aufhört, wo ich dieses Zucker
Zuckerding einnehme, dann glaube ich ja auch ewig dran und mit anderen Sachen auch. Wenn ich einmal im Wald Schwammerl an einer bestimmten Stelle finde, gehe ich da 10 Jahre lang immer und immer wieder hin, auch wenn ich nie mehr irgendwas dort finde. Ist das nicht bei Pilzen so, dass man die da... Nein? Okay. Keine Ahnung, ich sammle keine Pilze, ich esse auch keine. Es war mal wieder nur ein rein frei erfundenes fiktives Ach so, Beispiel. Ja, okay. Müssten wir einen Pilzologen einladen. Der Pilzologe, ja. Den Pilzologen. Ich könnte meine Füße ins Bild halten. Mirko. Ich halte mir die Füße nicht ins Bild. Danke dafür. Gerne. Sag mal, ihr grabt ja Dinge aus, von denen du vorhin gesagt hast, das sind ja jetzt erstmal nur Fundstücke. Aber es ist doch schon so, also ich meine, man ist doch als Archäologe nicht frei davon. Ich grab irgendwas aus und sag, das könnte oder das gewesen sein. Aber letztendlich, wie viel davon, also man weiß das ja nur, wenn ich jetzt mir mal so ins Gehirn rufe, was der Herr Simek mir immer wieder erklärt, was das anwendungstechnisch gewesen sein könnte, wenn man es irgendwo anders querverweisen kann. Ansonsten ist das unter Umständen einfach nur irgendwas, ein Ding. Gut, ich meine, einen Hammer kann ich mir jetzt schon erklären, dass der wahrscheinlich vermutlich dafür da war, um irgendwo was einzuhämmern. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Amulett oder irgendetwas Schmuckstückartiges finde, Das ist das Problem. Ist das jetzt ein Amulett oder ist das ein Schmuckstück? Das Wort Amulett ist ein Problem, ja. Ist schon ein Problem, beziehungsweise ist das, der Kontext ist wichtig. Also die Frage, wo ist das gefunden worden? Liegt das beispielsweise unter dem Altar in der Kirche? Dann ist da irgendwas Seltsames passiert. Dann hat wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt der Priester mal versehentlich sein Lieblingsschmuckstück verloren. Oder kann natürlich auch sein. Aber es gibt beispielsweise Veränderungen an dem Stück. Es ist gefaltet worden mit großem Aufwand. Also sowas haben wir auch schon mal gefunden. Oder es befindet sich an der Stelle, wo es eigentlich nicht hingehört, beispielsweise eben der Hammer eben mitten in einem Grab. Dann würdest du auch sagen, da ist irgendwas komisch. Warum liegt das mitten im Grab? Ist das vielleicht die Tatwaffe oder ist es was Apotropäisches? Ist es etwas, um die Dämonen zu verjagen? Sag das Wort nochmal, das war schön, aber ich habe es nicht verstanden. Apotropäisch. Apotropäisch bedeutet also Abwehren vom Bösen, also meistens personifiziert durch Dämonen oder Teufel, die, was ich denke, ist so eine Art Coping-Mechanismus, also eine Art Methode, wie man versucht, Dinge abzuwenden, auf die man sonst keinen Einfluss hat. Also die... gerade in Lagen, wo man sozusagen sehr mit existenziellen Problemen zu tun hat, also die Leben und Tod bedeuten. Beispielsweise eben bei Krankheit finden wir sehr viele Sachen, die sich mit Aberglauben verbinden lassen. Das geht manchmal dann eben auch nur, wenn wir den Kontext über die Schriftquellen haben. Oder, und ich habe gehört, man soll hier Bücher in die Kamera halten. wir haben ja auch hier mal geforscht. Genau, ich habe da ein paar Hinten stehen. Aber das Buch habe ich dann selbst verbrochen, genau, jeder hält da jetzt sein Buch hoch. Und zwar haben wir deswegen, weil das schöne Bild sieht, wir haben Blei-Amulette gearbeitet. Das sind kleine, ganz, ganz kleine Amulette, die man aus Bleifolien gemacht hat, die man dann gefaltet hat, in einen Beutel wahrscheinlich getan hat, einen Hals gehängt hat. Und da steht drin, wofür die sind. Das ist einmal ein großer Vorteil, weil die normalerweise gerade diese, wie Herr Simek auch richtig sagt, volksfrömmigen Handlungen, da ist selten mal irgendwas, wo wir das wirklich labeln können, wo wir sagen können, das haben die gemacht deswegen. Hier wissen wir es, weil die es netterweise reingeschrieben haben, und zwar wirklich winzig klein. Also wir haben da zum Teil wirklich tageweise für einen Buchstaben verbracht, um die Sachen auszudeuten. Und dann wird es ziemlich spannend. Da steht dann nämlich genau drin, für wen es gemacht ist. Ganz oft sind da Namen genannt. Dann sind die himmlischen Helfer genannt, an die man sich wendet. Ganz oft die Heiligen Drei Könige oder sonst die himmlischen Heerscharen, Gott, Christus, Maria, schlag's mich tot. Und dann ganz wichtig, wogegen das Ganze hilft, nämlich gegen einen Dämonen. Und da kommt der Simek wieder ins Spiel. Da tauchen nämlich manchmal auch Elben auf oder Albe, der Elf ist da genannt, die Fieberschwestern. Alles Sachen, die man, glaube ich, auch im altnordischen Bereich findet. Dann wird ganz konkret gesagt, du Alp, der du der Teufel bist, du darfst folgende
Dinge nicht machen. Mit demjenigen, der dieses Amulett trägt, also nicht ihm Schaden in der Nacht und am Tag, nicht im Sitzen und im Stehen. Also es wird wirklich dezidiert alles aufgeschrieben, was er alles nicht machen darf. Und ganz oft sind es Sachen, die in Krankheitsbereiche gehen, beispielsweise Fieber, die man damit offenbar versucht zu bekämpfen. Worüber erzähle ich das jetzt Ganze? Weil es eben sonst den Kontext eben nicht kennen. Ganz oft haben wir die Sachen, können dann nur vermuten, dadurch, dass sie eben merkwürdige Objekte an der falschen Stelle sind, dass sie manipuliert worden sind, verbrannt worden sind, durchlöchert worden sind. Es gibt so schöne Figuren aus, ich glaube aus Rostock gibt es eine schöne Figur, die ist mit Nägeln bespickt worden, also so ein bisschen wie Voodoo-Puppenartig, würde man heute sagen, ja gut, das ist wahrscheinlich, nachdem man ja den Voodoo-Glauben aus der Populärkultur kennt, das hat irgendwas damit zu tun, ist aber wahrscheinlich gar nicht, sondern ist ein Liebeszauber, weil man, wenn man es aus dem Kontext der mittelalterlichen Magiebücher, die es ja auch zum Teil gibt, sieht, das hat mit Anhaften zu tun. Die Idee, man bindet etwas zusammen, man bringt etwas zusammen, also die Idee, wenn ich das im Kleinen mache mit der Figur, dann passiert das im Großen, im Makrokosmos auch. Und das sind natürlich schöne Sachen, die man immer dann nur durch den Kontext feststellen kann. Deswegen ist für die Archäologen der Kontext immer wichtig. So ein einzelnes Figürchen, was irgendjemand anbringt, ist für uns relativ wertlos, weil wir dann nicht wissen, wo kommt es her, was hat es damit auf sich. Aber wenn wir es dann direkt vor Ort finden, ich stoppe gleich meinen Redefluss, dann wird es spannend, weil wir dann tatsächlich vielleicht auch solche abergläubischen Praktiken zumindest vermuten können. Ja, und ich meine, der Fundort, den ihr ja, so wie ich mal irgendwie sehr schön gehört habe, dadurch, dass ihr etwas findet, eigentlich unwiederbringlich zerstört. Was ich, ja, genau. Das ist schön ja insofern, und schlecht zugleich. Ja, eben. Der ist ja schon wichtig, weil wenn ich irgendwie jetzt eine Straße aus kleinen Nägelchen irgendwo ausgraben würde, würde ich erstmal sagen, das ist ja seltsam. War das irgendwie Hänsel und Gretel, aber die haben beim Schuster gearbeitet. Aber wenn ich weiß, dass da eine Legion entlang gelaufen ist, dann waren das wohl die Nägelchen aus den römischen Schuhen. Also der Kontext hilft dir natürlich dann schon ein bisschen. Aber Rudi, eine Frage hatte ich zu etwas, was ich tatsächlich in Mara auch schon mal verbraten habe, nämlich diese bizarr geformten Schwerter. Ich hatte da mal so einen, ich glaube in Kalkriese war da auch mal eine Ausstellung mit diesen Schwertern, die geschneckelt sind und so weiter. Wo ist denn da, ich meine, wenn ich doch, ich nehme an, die wurden erbeutet bei was auch immer, bei irgendwelchen kriegerischen Handlungen und wurden dann in ein Opfermoor oder sonst wo reingeworfen, aber sie wurden vorher unbrauchbar gemacht. Ja, damit sie für die Menschen unbrauchbar sind und damit endgültig den jenseitigen Mächten oder Göttern, wie immer du sie nennen willst, gegeben sind. Also da wissen wir ganz klar, dass das eine religiöse Handlung ist, wie immer, an welche Mächte das immer waren. Aber was ich jetzt noch zu Mirkos Amuletten da, meine lieben skandinavischen archäologischen Kollegen haben so eine, ich würde fast sagen, unheilige Tendenz. Alles, was sie irgendwie nicht ganz genau klären können, ist sofort ein Amulett. Also wenn man am Gürtel eines Frauengrabs ein Beutelchen findet oder vielleicht kein Beutelchen mehr, aber es schaut so aus, als wäre es einmal ein Beutelchen gewesen und da sind irgendwelche Kräuter drinnen und vielleicht ein Steinchen oder was, dann ist das ein Amulett oder ist sofort die Ausstattung einer Kultprotagonistin oder einer Zauberin oder einer Kultspezialistin. Und das ist natürlich eine ziemlich schnelle Überinterpretation. Du hast völlig recht, wenn du sagst, wenn sie beschriftet sind, dann wissen wir, was es ist. Aber in allen anderen Fällen wissen wir leider nicht, was es ist. Und das kann die Kräutertante gewesen sein, die ihre Kräuter gesammelt hat und dafür zuständig war, nicht? Aber als Amulett kann man das dann nicht sofort bezeichnen, obwohl, wie gesagt, diese Tendenz gibt es leider in der Archäologie, in manchen Fällen. Genau. Gibt es bei uns auch, also nicht nur im nordischen Bereich, sondern auch natürlich überall sonst. Die Archäologen machen selbst schon Witze drüber, dass sie dann sagen, weißt du nicht mehr ein noch aus, dann machst du einen Kult daraus. Also wenn die Stücke irgendwie nicht gut zu interpretieren sind, eine kultische Erklärung zieht immer. Ja, das ist natürlich überspitzt, aber die Tendenz gibt es tatsächlich. Also da muss man wirklich sehr aufpassen und solange man es wirklich auch nicht mit Sicherheit sagen kann, sollte man auch nicht überinterpretieren, sondern eben dann zunächst mal beschreiben und erst dann, wenn man, das ist ja das, was die Archäologie ausmacht, der Vergleich, wenn wir 100 Objekte haben, die sich ähnlich darbieten mit einem Kontext, wo wir wissen, da gibt es zumindest aus den Schriftquellen die Interpretationsmöglichkeit, dann können wir da beispielsweise tatsächlich eine Sache vermuten, warum man das niedergelegt
gelegt hat und warum es verwendet hat. Andererseits gibt es natürlich auch sowas wie das Tabu, also auch was, was mir mal begegnet ist, sind die verborgenen Schuhe in Mauern. Es gibt da seit, wahrscheinlich seit dem 15. Jahrhundert, so schlecht ist es überhaupt nicht. Er hört dich trotzdem. Sehr schön. Im 15. Jahrhundert beginnt das offensichtlich, dass man in Fensternischen, in Kamine, in Keller oder sonst wo im Haus einzelne oder paarweise Schuhe unterbringt, die dann nach Jahrhunderten wiedergefunden werden. Und man kann sich fragen, warum? Sind das einfach nur Sachen, die man so übrig hatte, Müll entsorgt hat? Das haben wir beispielsweise im Lutherhaus in Wittenberg, da war es wahrscheinlich einfach Müll. Da hat man die Schuhe einfach in den leeren Schacht geworfen und gut ist. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, dass das apotropäisch, da haben wir das Wort wieder, genutzt worden ist, denn das könnte eine Möglichkeit sein, um Hexen abzuwehren. Und das ist lustigerweise eine Geschichte, die bis ins 21. Jahrhundert reingeht. Also ich habe noch vor kurzem was gelesen von jemandem, der die beschrieben hat, dass ihr Großvater sie dem ertappt hat, dass er nachts heimlich mit einem Stiefel in der Hand in den Keller gegangen ist und dort den Stiefel vergraben hat. Und er wollte partout nicht sagen, warum er das gemacht hat. Also diesen einen Stiefel. Und es stellt sich raus, wir finden auch überhaupt nichts in der zeitgenössischen Literatur seit dem 15. Jahrhundert bis heute, warum Leute das machen. Sonst sind die nicht so schweigsam, wenn es darum geht, was das so auf sich hat. Aber es könnte ganz einfach damit zu tun haben, dass das zum Ritual dieses Tabu auch gehört. Man darf nicht drüber sprechen. Und das finden wir tatsächlich bei anderen Zauberpraktiken auch, dass man es nicht drüber reden darf, sonst wirkt es nicht. Das ist eigentlich ganz spannend. Es gibt eine Sache, worüber gewünscht wird, dass wir reden. Ich glaube, ich habe den Wunsch jetzt schon ein paar Mal gehört und langsam beginne ich da eine Struktur zu unterstellen oder ein gewisses gerütteltes Maß an Verzweiflung. Hier schreibt Hermit zum Beispiel, ich will mehr von Liebesaberglauben wissen, bitte. Oh, Liebesaberglauben. Ich mag die Anwendung. Kurz, ja, ganz kurz nur sagen, wer mehr über die Täfelchen wissen will, der kann Folge 160 von Huxilla hören. Da redet mir komische Stündchen über die Täfelchen zum Beispiel. Ja, und ich bin mir sicher sehr eloquent. Ja. Und ohne Komma. Liebeszauber jetzt. Ohne Komma. Genau. Ohne Komma. Komma sind des Teufels. Des Teufels. Lydia. Achso, nee. Warst du gerade? Professor Simek will was sagen. Ja, du willst was zu Liebeszauber sagen. Jetzt bin ich gespannt. Kommata sind ganz wichtig. Achso, Kommata sind wichtig. Und sie müssen Kommata heißen. Ja. Ihr habt ja keine Ahnung. Was ich. Gut. Lydia, gibt es denn im Polnischen auch Liebeszauber? Wenn ja, wie wirken sie? Und kannst du das vielleicht in einem Video zusammenfassen, damit mir das jeder nachkochen kann? Das ist echt lustig, weil tatsächlich sind die mir nicht so geläufig. Aber eine andere Sache, nämlich sehr viele Menschen in Polen glauben an die Wróżkas, also an die Hellseherinnen. Die haben ein buntes Potpourri an Angeboten. Und ich war mal als Teenager hier in Deutschland bei einer polnischen Wróżka, weil ich mal wissen wollte, was die genau macht. Und interessanterweise sieht die bei jungen Frauen immer viele gut aussehende, reiche Männer in der Zukunft. Komisch, ne? Und ich weiß gar nicht, wie die immer auf sowas kommen. Aber also das war dann mehr so ein Hellseher-Ding. Die Wróżkas manchmal machen die auch Hand auflegen oder halt wahlweise entweder Karten legen oder aus der Hand lesen. Also die haben verschiedene Angebote. Und das ist aber in Polen tatsächlich recht beliebt. Aber ob die auch Liebeszauber anbieten, weiß ich nicht. Hier schreibt gerade der Doc, hör dem Partner zu, findet Zeit zusammen, habt Respekt, ist ein toller Aberglaube, soll helfen. Und der Raubfriese schreibt, eine Frage eigentlich an Herrn Simek, Wuschka-Wika, was sagst du, Rudi? Ja, da sind wir in einem ganz anderen Bereich jetzt drin, da sind wir in diesem modernen esoterischen Hexenglauben drinnen bei den Wikas, nicht? Mhm. Bei den Wróżkas, da kenne ich mich nicht aus, aber bei diesen Wahrsagepraktiken, da ist überraschend, wie verbreitet das ist. Also wenn man immerhin im säkularen Kalifornien in Los Angeles auf den Strand von Santa Monica geht, da ist jeder zweite Stand, also jeder erste ist ein Eiscremeladen und jeder zweite ist ein Wahrsagestand. Und die meisten sind mechanisch. Da kann man also eine Münze einwerfen. Dann sitzt in einem Glasschrank ein wie ein türkischer Pascha gekleidete Holz- oder Plastikfigur und dann kommt ein Zettel raus mit einer Vorhersage. Also was Absurderes zum Thema Aberglauben habe ich noch nie gesehen, weil das nicht einmal mehr psychologisch funktioniert, wie diese
Wahrsagerinnen da in Polen, nicht? Aber was der Plastiktürke einem sagen soll, ich habe es nicht probiert, also ich kann leider. Und an der Stelle noch. Ich muss es zitieren, das ist zu schön. Entschuldige, Lydia. Unakat schreibt gerade, ich glaube an Eiscreme. Der hat also wahrscheinlich. das ist gut. Okay, entschuldige, bitte, Lydia. Perfekt. Nein, also ich wollte noch anmerken, ich habe damals irgendwann mal im Polenurlaub die Zeitschrift Wruschka gefunden. Und die könnt ihr alle selber googeln, weil bei www. und dann wrozka. .com.pl. Also wrozka.com.pl ist jetzt keine Werbung, weil wahrscheinlich die meisten es sowieso nicht lesen können, aber es geht folgendes: Wenn ihr auf die Seite geht, seht ihr viele pastellfarbene, schöne, blumige Bilder. Und diese Zeitschrift, die hier verkauft wird, die gab es also schon vor 25 Jahren. Und da gibt es echt alles. Also da gibt es Horoskope, Wahrsagen, Geistergeschichten und auch alle möglichen Pseudo-Heilmethoden. Also alles, was eine Wruschka wissen sollte, steht da drin. Und das ist eine sehr erfolgreiche Frauenzeitschrift in Polen. Und es soll ja auch Pech bringen, hat irgendjemand geschrieben, wenn du homosexuelle Küssen siehst, dann kommt ja Unglück über dich. Ah, das habe ich ehrlich gesagt gar nicht gehört, aber da kommen wir zu was Schönem, nämlich das hier. Leider habe ich das in der falschen Farbe ausgedruckt, weil mein Drucker ein bisschen leer ist. Eigentlich ist das blau. Da steht wirklich, dass das Symbole sind, wo der katholische Mensch sich vor hüten soll. Jetzt mal ein bisschen näher machen. Also, Einhörner? Das sind... Ja, pass auf. Und genau, das ist übrigens, das hing an ganz vielen Kirchen in Polen, aber auch an deutschen Kirchen, wo polnische Gottesdienste sind. Und Einhörner, ich zitiere mal, stehen für freie Sexualität, lesbische Liebe, Homosexualität und Gruppensex. Wussten wir alle nicht, aber die katholische Kirche von Polen hat das also nicht nur in Polen, sondern auch in Deutschland verteilt. Und da gibt es halt ganz viele Symbole, vor denen der Katholik sich in Acht nehmen soll, steht ja hier auch ganz deutlich. Und nicht nur dieses absurde Einhorn-Symbol, seitdem fahre ich immer nach Polen mit einem großen Stoffeinhorn, das ich Fluffy das BDSM-Einhorn nenne. Soll auch so ein bisschen in Anlehnung an diese absurde Nummer hier sein. Aber unter anderem ist ja auch der Glücksbaum erwähnt. Das ist in Polen nämlich auch sehr beliebt. Das soll also Glück und Gesundheit und Geld bringen. Und die sehen halt dekorativ aus und die schenkt man. Also der ist hier laut diesem katholischen Ratgeber für abergläubische Symbole, die man nicht nutzen soll, ist der auf jeden Fall auch verpönt. Der ist hier unten, der Glücksbaum. Aber das hat jeder, aber es ist laut der polnischen Kirche zumindest erwähnenswert, dass das gefährlich ist. Also wirklich, es wird davor gewarnt. Es ist nicht nur, dass man sagt, es wirkt nicht, sondern es ist gefährlich. Hier steht ja, Vorsicht, Katholik, Ausrufezeichen. Diese Symbole gefährden deinen Glauben und dein Seelenheil. Und das ist keine Satire, das ist eine offizielle Sache der katholischen Kirche in Polen. Aber ganz wichtig ist nämlich hier auch das Ding. Das tragen viele Polen. Das ist der Ring der Atlanten. Und da gibt es auch irgend so eine erfundene Story zu, dass das irgendwie an einem ägyptischen Symbol angelehnt sei. Aber auf jeden Fall ist das auch ein weit verbreiteter Glücksbringer, von dem man sagt, er würde vor schlechter Energie schützen. Und den tragen sehr viele Menschen in Polen und schenken sich den auch, deswswegen den habe ich von meiner Cousine geschenkt bekommen. Und hier steht auf jeden Fall auch, dass der Ring der Atlanten, der dann hier zu finden ist, dass der aber in Wirklichkeit auch das Gegenteil bewirkt, nämlich er zieht böse Energien an. Okay. Und also solche Ratgeber gibt es da. Und wir reden jetzt nicht von den Atlanten, die man aufschlägt, um mal nach irgendwelchen Ländern zu gucken, sondern es geht um Atlantis, nehme ich jetzt mal. Scheinbar. Also Pirchen Atlantuf, ja, der Atlanten würde ich das übersetzen. Und irgendwie. Ja, vielleicht sogar. Aber ich sehe nur, dass die Story irgendwie basically darauf basiert, dass man behauptet, das Motiv hätte man irgendwie bei Ausgrabungen in Ägypten gefunden. Und irgendwer hat dann dazu gedichtet, dass es halt irgendwie böse Energien abhält. Ja. Der sehr kurze polnische Wikipedia-Artikel dazu, den kann man sich rein. Einhorn in Schutz nehmen, dass im Mittelalter ein wirklich sehr kirchliches Symbol ist, für Christus steht. Was? Und dass die katholische Kirche Polens das also hier als gefährlich deklariert, find ich richtig absurd eigentlich. Weil das ist, also auf mittelalterlichen Tapestrien gibt es überall diese Szene, ein Einhorn legt den Kopf in der Schoß der Jungfrau, das ist natürlich die Mutter Gottes, die also Gott einfängt,
und damit zu einem Menschen macht. Und also das Einhorn steht überall nur für Christus selber, nicht? Also das. Aber du bist auch im 15. Immer das Jahrhundert. Ja? Ja, ja. Ja. Im 15. Jahrhundert wird es nämlich der katholischen Kirche zu peinlich, weil es natürlich eine relativ eindeutige sexuelle Komponente hat. Da geht es ja darum, dass das Horn. Das ist ja das ein Problem. Genau. Und da wird es nämlich darum gedeutet. Nach dem 15. Jahrhundert findet man diese Darstellung nämlich nicht mehr. Also daher ist ganz, ganz spannend, dass das dann ja, plötzlich das auch den. Ja, aber nicht mehr nach dem 15. Jahrhundert, glaube ich. Also soweit ja, ich das jetzt im Kopf habe. Ja. Barock ist, spielt ja also nicht mehr eine Rolle, nee. Also zumindest in unseren Breiten. Was Frankreich bitte mag diskutiert sein. Das nachher ja, privat. Machen wir nach. Diskutieren wir noch aus. Also hier im Chat ist seit der Erwähnung des Einhorns eine dermaßen Eigendynamik entstanden, die seinesgleichen, das ging los mit Einhörner sind quietschbunter Death Metal, dann kam Fluffy das Einhorn für kreativ offene Sexualität, ich brauche ein Einhorn als Ally, dann kamen die Gruppensexhörner, dann kamen die Gangbangs am Ende des Regenbogens, dann kam Fluffy das non-binäre humanistische BDSM-Einhorn, also hier geht's gerade ab. Oh ja, das ist ein Zitat von mir, das kann ich euch gleich zeigen. Das, ja, Fluffy, das ist ein non-binäre BDSM-Einhorn, das humanistische Moment. Was habe ich das denn da ich, jetzt? Das war ich immer. Das ist losgetreten. Ja. Ich gehe gerade in den Stall und hol das Einhorn rein. Mit Harnisch wahrscheinlich. Fluffy, das. Non-binäre. Das darf nicht wahr sein. So, das war seine Perücke, ja. Das ist okay. Also Fluffy, das non-binäre BDSM-Einhorn, wie man hier sieht, ja. Und das nehme ich immer nach Polen mit und posiere damit vor Kirchen. Das finden die ja super dann bestimmt. Ne? Stiller Protest, ja. Aber Fluffy ist auch einfach fantastisch, oder? Also für alle, die jetzt, cool, ja. Für alle, die jetzt den Hoaxilla-Podcast hören und Fluffy das BDSM-Einhorn nicht... Julia, bitte schick ein Foto, ja, dass ich dann hinterher ein Foto verlinken kann. Bitte, bitte. Genau. Perfekt. Genau. Gerade kam jemand offensichtlich neu in unsere lustige Sendung und schrieb als erstes, was ist denn hier los? Das frage ich mich seit Wochen. Ja. Okay, akademische bitte, Disziplin, wie ja, immer. Kommen wir, genau. Bitte, kommen wir zur wissenschaftlichen Disziplin zurück. Sag mal, Alexa, wann haben wir denn in dieser Sendung jetzt mal die Chance, dass wir das, was du jedes Mal erklärst, nochmal erklären können? Ja. Macht das da Sinn? Kannst du da irgendwie eine Kurve finden und diesen kleinen Lehrauftrag nochmal unterbringen? Oh, ich kann. Oh, ich echt? Kann. Zeig. Ja, natürlich. Natürlich kann ich das, weil wir natürlich auch hier wieder, wie auch schon bei den Verschwörungsmythen, einfach beim Thema Glauben sind. Und all diese ganzen Dinge, über die wir gerade gesprochen haben, sind Phänomene, die du einfach den Menschen nicht wegerklären kannst. Das heißt, ich könnte jetzt 5-mal in Studien und Experimenten nachweisen, dass am Freitag, den 13. nichts Schlimmes passiert oder nicht mehr als an anderen Tagen. Aber jemand, der da fest dran glaubt, dass der Freitag, der 13. Unglück bringt, der wird sich davon nicht abhalten lassen. Genauso ist es eben mit allen anderen Dingen auch, wenn ich an etwas fest glaube, sei es nun eher zur Religion hingeneigt oder eher zu dem, was wir jetzt gerade als Aberglauben klassifiziert haben. Es ist wurscht. Also wenn jemand daran glaubt und das sozusagen als Coping-Strategie, was wir ja auch erwähnt haben, für sein tägliches Leben braucht, dann wird es wahnsinnig schwer, ihm das zu nehmen, erst recht zu nehmen, ohne irgendwie eine Lücke zu hinterlassen. Da muss man sich natürlich auch der Verantwortung bewusst sein. Das heißt, wenn ich jemandem jetzt partout versuche, das auszureden, muss ich natürlich damit rechnen, dass der dann erstmal dumm dasteht und seine ganzen Mechanismen, wenn er mir den Glauben schenkt oder vielmehr meine Belege akzeptiert, die ihm dann widersprechen, dass der dann sagt, ja, was mache ich denn jetzt? Jetzt stehe ich da und habe Angst vor Ereignis XY und habe sonst immer meinen Glücksbringer benutzt und das kann ich jetzt irgendwie nicht mehr, weil du mir gerade erklärt hast oder nachgewiesen hast, dass das nicht funktioniert, was mache ich denn jetzt? Also das ist eigentlich so eine Geschichte, da könnte man natürlich sagen, das ist alles blöd und wir sollten das alles nicht haben und Aberglaube ist ganz schlecht und in vielen Situationen ist er das auch, vor allen Dingen, wenn das Maß dann nicht eingehalten wird, aber es gibt halt Menschen, die das wirklich fest in ihren Alltag eingebaut haben und das brauchen. Und ich habe im Vorfeld mal versucht rauszufinden, wie schaut denn das jetzt gerade in Deutschland aus? Sind die Leute jetzt gerade besonders abergläubisch oder eher nicht? Und es war ganz, ganz schwer, da Studien zu finden. Es gibt ja dieses Institut für Demoskopie Allensbach, die geben immer so Berichte raus. Und da gibt es einen von 2000, allerdings auch mal schmale 10 Jahre her. 20.
um Himmels Willen, 20 Jahre her, die festgestellt haben, Dankeschön, dass da sozusagen ein Anstieg zu verzeichnen ist. Im Vergleich zu den 70er Jahren zum Beispiel, also das, was so Kleeblätter angeht, was schwarze Katzen angeht, was Freitag den 13. angeht, dass die Leute doch abergläubischer geworden sind. Und so wie man die Quellen im Netz sich anguckt, ist in den Jahren danach das eher abgeflacht. Und mich würde jetzt persönlich interessieren, haben vielleicht die Verschwörungsmythen erst recht in den letzten Jahren so das, was wir als alltäglichen Aberglauben kennen, abgelöst? Aber das müsste man halt irgendwie mit Zahlen jetzt belegen können, beziehungsweise erstmal untersuchen. Das wäre also jetzt nur gefühlt, eine Arbeitshypothese. Also gefühlt ja, aber das sagt ja euch komischen Wissenschaftsheinis. Nee, das würde jetzt so nicht reichen. Ich habe es in 20 Jahren nur gesagt, weil das 15 Danke. Kommentare sind, die sonst unter dem Podcast geschrieben werden. Das sind aber 20 Jahre, deswegen habt ihr das so gehört. Nein, nein, das ist richtig. Dankeschön. Ich wollte vielleicht mal sagen, ich habe eine Beobachtung, die aber auch eine Beobachtung ist und wieder anekdotenhaft ist und nicht natürlich durch Fakten fundiert ist, aber ich habe ein Stück weit das Gefühl, je säkularisierter und nicht religiöser eine Gesellschaft wird, desto mehr gibt es aber so ein Bedürfnis, trotzdem. Wenn ich jetzt Magie und Glauben zusammenstelle, ist das auch wieder nicht richtig. Aber so das Gefühl, etwas Größeres, das muss ja dann irgendwie doch existieren. Und ich erlebe viele Atheisten, die dann aber trotzdem auch abergläubisch sind, was ja eigentlich nicht zusammenpasst. Also wenn ich nicht gläubig bin, warum sollte ich dann an Aberglauben glauben? Sag es. Ja, sprich es aus. Ja. Danke. Und vielleicht ist es aber das, ich hab lange ja einen Podcast gemacht mit einem sehr, sehr katholischen Menschen und der hat immer gesagt, der Mensch ist im Kern religiös. Das war seine These. Er sagt, der Mensch ist religiös, weil das von Gott gekommen ist und er ist natürlich Katholik und glaubt daran, dass das so ist. Und ich habe gesagt, nee, weil ich bin ja jetzt nicht religiös, aber ich habe tatsächlich dann irgendwann mal mich dazu hinreißen lassen, zu sagen, ich glaube, so eine gewisse Spiritualität liegt allen in uns. Und die Frage ist, wie kann man die füllen, die Spiritualität? Also der Naturwissenschaftler würde sagen, naja, ich gucke in den Himmel rein, gucke mir den Sternenhimmel an und das ist schon ziemlich spirituell, weil da so abgefahrenes Zeug stattfindet und das kann man ja wissenschaftlich auch erklären, das kann man sich aber gar nicht mehr vorstellen. Das hat ja schon mal was quasi Magisches. Also dass ein Sonnenstrahl 10.000 Jahre alt ist, ein Teilchen von der Sonne, was kommt. Das finde ich schon abgefahren. Und trotzdem suchen wir immer irgendwas, was besonders ist im Leben. Und wir brauchen Rituale. Also Rituale geben uns in ganz vielen Situationen Sicherheit. Ja. Und es ist ja sogar so, dass manche Menschen, die sagen, ich glaube nicht mehr, ich gehöre keiner Religion an, ich bin, weiß ich nicht, Humanist oder Atheist oder wie auch immer, trotzdem das Bedürfnis hat, zum Beispiel am Geburtstag oder zu bestimmten Festen oder zu Beerdigungen oder wie auch immer, gewisse Rituale vorzunehmen, weil es einem einfach hilft, solche Ereignisse zu verarbeiten und zu begehen. Also ich, wenn ich mit Theologen und den diversen Sektenbeauftragten auch der evangelischen Kirche rede, die alle sagen, also die Lücke, die Religion, die ja verschwindet aus unserer Gesellschaft, hinterlässt, die wird eben nicht nur mit Sekten gefüllt, sondern sie wird auch mit Aberglauben gefüllt. Ja. Aber ich kann das auch statistisch nicht belegen, weil es eben meines Wissens keine flächendeckenden Untersuchungen dazu gibt, aber die sagen, also ihre Erfahrung ist, die Leute, die sagen, ja, ich habe auch mit Sekten nichts zu tun, aber die sind dann trotzdem noch abergläubisch. Das heißt, irgendwie wird die Lücke gefüllt, die Religion hinterlässt. Und du hast völlig recht, dass du sagst, die Rituale, die fehlen natürlich im menschlichen Leben, vor allem so jahreszeitliche oder so etwas. Ja. Und die ersetzt man dann, das sollte ich jetzt vielleicht nicht so laut sagen, aber diese Rituale, die jetzt im Neuheidentum entstehen, die ja keine Wurzeln im Mittelalter, geschweige denn viel älter im Germanentum haben, weil wir keine Quellen dafür haben, die stammen aus dem späten 20. Jahrhundert. Aber sie sind Rituale, die bestimmte Bedürfnisse erfüllen. Da gehe ich völlig mit, natürlich. Ganz kurz dazu, weil ich das natürlich spannend finde, auch jetzt gerade für Mara Band 4. Also jetzt sowas wie Asatru und so weiter, solche neuheidnischen Strömungen. Du sagst, die Rituale können nicht, sage ich jetzt, was soll ich sagen, authentisch nordisch sein, weil wir die Rituale nicht kennen. Das heißt, die müssen irgendwie erfunden sein. Oder? Ja, die sind, was heißt erfunden? Ja, eben. Die haben in den letzten 50 Jahren, seit es diese Bewegungen gibt, oder vielleicht sind es schon 60 jetzt inzwischen, zumindest in Island ist es schon ein bisschen länger her, nicht, dass man da wieder diese Asatru
Leute, dass sich die zusammengefunden haben und machen eben ein Frühlings- und ein Midsommerfestival und so weiter. Aber die Volkskundler wissen ja bei uns, dass das berühmte Beispiel nicht des Midsommerfeuers, das so germanisch ist, dass es da keinen einzigen Beleg vom 15. Jahrhundert gibt dafür. Mhm. Nicht? Das ist bekannt und ich habe tatsächlich keinen mittelalterlichen Beleg jemals dafür gefunden, für so etwas, geschweige denn germanisch, weil da haben wir eh keine Quellen. Das heißt, diese Sachen sind, so wie unsere Weihnachtsbräuche auch, nicht? Die sind neuzeitlich, ja. Und die füllen ein Bedürfnis, weil natürlich die mittelalterliche Kirche, so wie ich sie als Medievist kenne, ja viel mehr Riten hatte, als wir das heute. Also wir haben heute nicht so viele freie Tage, trotz freier Samstage und Sonntage, wie man im Mittelalter zusätzlich zu den Sonntagen eben Heiligenfesttage hatte, die alle auf bestimmte Art gefeiert wurden. Müssen nicht die gekreuzten Kerzen von Blasius sein, aber es gibt alle möglichen Riten im Mittelalter, die den Menschen das Jahr strukturiert haben. Deswegen wusste jeder, wann der Tag des heiligen Urban war, wann man die Weinblüte gefeiert hat und so weiter. Nicht? Also diese Riten, die was mit den Heiligen zu tun haben, deswegen auch die Anknüpfung an die Namen der Heiligen, damit man sich's merken kann bei 120 Heiligen im Jahr, nicht? Das spielt eine Rolle. Und wenn die verloren gehen, versucht man es mit anderen Sachen zu füllen. Und jetzt, wo die Religion ganz verloren ist, also nicht nur die Kahlschuhe durch die Reformation, die bei den Heiligen stattgefunden hat, nicht? Sondern im 20. Jahrhundert dieser weitgehende gesellschaftliche Religionsverlust, das wird mit neuen Riten gefüllt, das ist ganz klar. Und ob das Aberglaube jetzt ist oder ob es neue Sekten sind oder ob wir es Religion nennen dürfen, in Island ist Asatru schon eine Staatsreligion. Mhm. Ja, und Alexa sagt immer so schön, den esoterischen Gemischtwarenladen haben wir ja inzwischen eröffnet. Ja, den haben wir auch. Weil sich überall bedient wird aus allen Kulturkreisen. Also ich kenne genügend Menschen jetzt. Wohnen und Feng Shui, ja. Ich wollte genau das, das wollte ich gerade sagen. Bauen sich ein Haus und dann muss der Feng Shui-Berater kommen und dem Architekten erklären, wie er das Haus zu bauen hat, was ja auch nicht evidenzbasiert ist. Das sieht in der Regel ganz hübsch aus, kostet halt ein Schweinegeld und wer sich das leisten kann, kann es machen. Der fühlt sich dann besser in seinem Haus. Also auch okay, wenn er sich ist eine das Industrie Geld gute, ein Stück weit. Wenn er sich genau. für das Geld tatsächlich, wenn es tatsächlich für Geld etwas gibt, was man für Geld an gutem Gefühl kaufen kann, dann soll er doch überlegen, wo der Drache durch sein Klo fliegt. Genau. Ja, oder genau. nicht mehr aber rausfindet. Das ist eine neue Industrie, die sich auch ein Stück weit aus der Industrie zu groß gegriffen, aber ein neuer Zweig von Menschen, die da auch ein Geschäftsmodell wittern können. Bernd, wie siehst du das denn mit dem Aberglauben und diesen ganzen bizarren Dingen, die da jetzt im Zusammenhang mit dieser, ja, mit so Quatsch wie dem QAnon und all dem jetzt entstehen? Ich meine, das wirkt ja auch auf mich jetzt erstmal völlig abstrus abergläubisch, also bis hin zu Praktiken, dass man da irgendwelchen Kindern irgendwelche Hormone aussaugt und alles das. Ich meine, das ist doch auch, ist das dann Magie oder Aberglaube oder einfach Bullshit? Oder beides? Oder alle drei? Naja, diese Blutabsauggeschichte von QAnon, das hatten wir ja damals schon gesagt, das geht ja tatsächlich, das weiß ja Professor Simek sicher viel besser, das ist ja nichts anderes als diese mittelalterliche Ritualmordlegende, wo es schon mit so Blutmagie, also den Begriff, ich weiß zugegebenermaßen nicht genau, was es bedeutet, aber ich weiß, dass es den Begriff Blutmagie gibt. Also mit Blut hat man doch immer schon irgendwas gemacht, oder? Ja, mit Blut hat man immer schon irgendwas gemacht und zwar beweisen uns das die Rötelstreuungen auf den Steinzeitgräbern schon im Paläolithikum, nicht? Also in der Altsteinzeit. Die was Streuung? Rötelstreuung? Indem man rotes Pulver, also roten Stein auf den Gräbern verteilt hat, um sozusagen den Toten zu stärken. Nicht? Das weiß der Mirko wahrscheinlich besser als er. Ja, genau. Schön, also, wie euch so gegeneinander verweist jetzt irgendwie. Jetzt wird der Mirko wahrscheinlich gleich auf. Genau. Nee, tatsächlich, sowas finden wir, dieses Rötel finden wir auch beispielsweise bei Abformungen von Händen an Höhlenwänden, also wo man auch davon ausgeht, Rot eben Verbindung mit Blut. Das ist der Lebenssaft, da ist die Kraft drin. Und das ist ja was sich dann durch die ganze Kulturgeschichte zieht. Das Blut, der Sitz der Kraft ist, dass man mit Blut dann aber umgekehrt auch ganz fürchterliche Dinge machen kann. Und sozusagen diese QAnon-Geschichte habe ich jetzt auch wieder gefunden neulich, als ich mich noch mit Konstantin dem Ersten beschäftigt habe, demjenigen, der die christliche Religion, nicht als Staatsreligion, aber zumindest als zugelassene Religion im Römischen Reich etabliert hat. Der
dann laut einer Sage kurz vor seinem Ende nochmal einen heftigen Hautausschlag bekommen hat und er wusste nicht, was er machen sollte. Und man riet ihm dann seitens der römischen Priester, er soll doch bitte in Kinderblut baden. Und das lehnte er dann ab und dachte, naja, bevor ich so weit gehe, hatte sich heute schon die Frauen und Kinder kommen lassen für alle Fälle, aber hat es dann doch gesagt, naja, vielleicht doch nicht, ich warte noch mal ein bisschen ab und träumte dann des Nachts, dass er dann doch lieber sich an die Christen wenden solle und tatsächlich dann durch das Bad der Taufe ist er dann geheilt worden. Aber es ist insofern interessant, wie alt, uralt wahrscheinlich eben noch in vorhistorische Zeiten, also bevor wir überhaupt Schrift haben, kommt diese Idee auf, Blut ist was Besonderes, ohne Blut funktioniert halt einfach der Mensch nicht. Das ist den Leuten schon wahrscheinlich sehr, sehr früh aufgefallen. Zum anderen, was gibt es Unschuldigeres als Kinder? Also das zusammengebracht, was ist dann das, muss dann wohl das Magischste sein, das ist dann das Kinderblut. Und das, wie gesagt, da muss man gar nicht bei den Ritualmordlegenden, gegen die Juden gerichtet waren, anhalten, sondern das findet man sogar noch weit, weit vorher. Hier schreibt jemand gerade Google alexandrinischer Antisemitismus. Was ist denn das jetzt nochmal? Alexandrinisch, ist das irgendwie Ägypten irgendwas? Ich bin jetzt gerade auf dem falschen Fuß irgendwie. Ja, Antisemitismus gibt es natürlich auch bereits im Römischen Reich. Also ich nehme an, da geht es in diese Richtung. Wahrscheinlich auf Alexandria verwiesen, aber da bin ich jetzt auch gerade auf dem falschen Fuß. Ja, und das ist ja das Schöne bei Wissenschaft. In der Wissenschaft darf man sagen, ich weiß was nicht. Was? Verrückt, ja, ne? Genau. Ja. Ist aber viel besser, als irgendein Blödsinn zu erzählen. Ja, Rudi. Ganz unabhängig von dieser Blutgeschichte, weil deine Frage war, ja, also seit unserer QAnon-Sendung sind ja ein paar neuere Artikel auch über QAnon erschienen und die Leute, die das geschrieben haben, schreiben ausdrücklich, es handelt sich um eine Digitalsekte. Das würde das, was Herr Professor Simek uns erklärt hat. Oder andere sagen, es ist auf dem Weg zu einer gnostischen Religion. Also gut gegen böse, es kämpft da hell gegen dunkel. Also es gibt zumindest Leute, die glauben, dass sich QAnon in eine Religion entwickelt wird. Wie immer man das, Alexa schüttelt den Kopf, wie immer man jetzt Religion definieren will, ja. Hier schreibt Kering, Antisemitismus im 4. Jahrhundert vor Christus. Das wäre diese alexandrinische Antisemitismus. Sache gibt's. Meine Fresse. Okay. Es ist echt schrecklich, dass es das schon so lange gibt. Das, ja, ekelhaft. Ja, bitte. Alexa. Ich hatte ja ein paar von euch rumgeschickt, das Video von dem türkischen Sender, der vermeintlich die QAnon-These anhand von Fotos von Promis belegen will. Ich weiß nicht, wer von euch das gesehen hat in der ich hab Gruppe. Ich habe kurz reingeklickt, den Kopf geschüttelt und wieder rausgeklickt. Ist das denn tatsächlich so? Ich kann kein Türkisch. Das weiß ich nicht. Ich kann nämlich auch kein Türkisch. Aber irgendwer hat dann in der Gruppe geschrieben, dass das wohl durchaus sein kann. Auf jeden Fall fand ich die Belege sehr interessant. Promis mit 40 und 50 zu zeigen und zu sagen, die sind nicht gealtert. Könnte andere Erklärungen für geben, dass die auf Fotos jung aussehen, aber was soll ich sagen? Mein Gott. Brauchst du Botox gewonnen nochmal? Ja, genau. Ich glaube, das ist einfach nur eine App. Kann auch der Instagram-Filter sein. Okay, wie finden wir den Weg zurück? Also eigentlich ist es interessant, wenn ich jetzt mal so zurückblicke auf die letzten 1,5 Stunden, sehe ich, wir haben eigentlich 1,5 Stunden nur darüber geredet, was Aberglaube ist und nicht ist. Also, und warum er manchen Leuten hilft. Und warum er manchen Leuten hilft, ein bisschen, aber vor allem haben wir 1,5 Stunden lang definiert. Oder ihr habt definiert. Mhm. Ich habe zugehört und weiß jetzt wieder ein paar Dinge mehr. Das ist wie bei der Geschichte der Verschwörungsmythen, ne? Ja, du kommst nicht jetzt ja, genau. Mit deinen Sendungen. Das ist in meinen Sendungen relativ normal so. Was ist falsch mit definieren? Ja. Ah, Armbeuge, genau. Ich habe doch ein Taschentuch genießt. Was gibt's denn Besseres? Ich habe extra hier, also, soll ich irgendwie so? Ja, bitte. Dann wieder spontan, ich weiß nicht, ob Alexander auch dabei war, einige spontan wieder Gesundheit gewünscht. Das ist doch auch reine Arbeit, glaube ich. Ja. Angeblich justinianische Pest. Alexander wollte sagen, sorry. Das wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte sagen, das ist tatsächlich gesellschaftliche Norm versus Aberglaube. Du weißt ja, wo die Sachen herkommen. Ich bin ja doof, ich weiß sowas nicht, Bernd. Aber ich werde mich jetzt bemühen. Wobei ja die gesellschaftliche Norm eigentlich sagt, man soll nicht mehr Gesundheit sagen, sondern der
derjenige, der niest, soll sich ja entschuldigen. Das ist ja eigentlich im Moment die gesellschaftliche Norm. Mir ist alles recht, solange keiner mit Mahlzeit ankommt. Ah ja, Mahlzeit. Ja, ja, mein Gott. Dann, du darfst nie nach Österreich ziehen. Ja, ja. Oh Gott. 5 Uhr morgens sagt jeder als Gruß Mahlzeit. Oh Gott. Halb 3 Uhr Nachmittag hin. Und das ist der Standardgruß. Also es gibt keinen anderen. Ja, ihr sagt doch in Hamburg, sagt ihr doch immer Moin, egal was die Tagesnachtzeit ist. Und auch nicht zweimal, nur einmal. Es war das Erste, was ich gemacht habe, abends um 22 Uhr in einen Kiosk zu gehen und Moin zu sagen. Und ich war so entspannt, weil der Mensch hinter dem Tresen sagte Moin. Ach, das ist ja toll. Das ist super. Im Gegensatz zu Berlin, wenn du da bist und sagst irgendwie guten Morgen, guten Tag oder irgendwas, sagt keiner irgendwas. Das ist keiner was, genau. Du musst froh sein, dass hier rausgeschmissen wird. Ja, genau. Guten Morgen, ja, da ist die Tür. Genau. Okay, ist Berlin. Also wir haben dit ist Berlin, wa? Ich will nicht hin. Darüber, wir könnten eine ganze Sendung nur machen über Bundesland-Klischees. Das wäre so Klischees, finde ich nämlich wirklich spannend, weil ich nämlich in meiner natürlich auch komödiantisch geprägten Wahrnehmung des Dingesammelns, des Anekdotensammelns extrem viele Belege gesammelt habe in meinem Hirn, dass die alle stimmen, die Klischees, alle, der Putzwahn von den Schwaben, die Kaltschnäuzigkeit von den Berlinern, alles, dass der Bayer irgendwie einem Ertrinkenden zuschaut und sagt, ja, gewunken hat er schon, aber genutzt trotzdem nichts. Alles das, ja, ist alles in meinem Hirn, also ich finde das alles bestätigt. Und trotzdem sind Klischees ja eigentlich was sehr, lass uns mal über Klischees reden irgendwann. Also es ist, als ich vor vielen, vielen Jahren, nämlich vor 17 Jahren meinen Magister gemacht habe in Münster und dann also die Uni verließ, war da gerade die Stereotypenforschung groß im Kommen in der Volkskunde. Also wirklich auch so nationale Stereotypen und so weiter. Also diese ganzen fürchterlichen Vorurteile, die wir alle so mit uns rumschleppen und die natürlich, wenn sie dann Überhand nehmen, auch mal sehr, sehr ungut werden können. Also das ist ein ganzer Forschungszweig, der sich damit beschäftigt. Da sind sehr, sehr viele interessante Sachen, die man da zutage fördern kann. Ehrliche Knubbeln aus der Frühdruckzeit, wo schon die einzelnen Nationen Europas mit jeder mit 20 verschiedenen Eigenschaften aufgelistet ist, nicht? Also das ist schon ziemlich interessant. Also da kannst du sehr früh ansetzen. Wunderbar. Und dann werden wir erst einmal dann, ich will dann dauernd irgendwelche Anekdoten von euch hören und das Einzige, was ich kriege, ist die Definition von Klischee. Genau. Vielen herzlichen Dank für diese, wie immer, für mich zumindest sehr lehrreiche Runde. Danke, Rudi, dass du dabei warst. Das war eine große Ehre. Sehr spannend. Danke, Mirko, für dein erstes Mal. Danke für die wenigen Kommata. Vielen Dank. Und was ich besonders toll finde, ist, denn diesmal hatten wir tatsächlich ja auch eine Runde, wo durchaus auch ein paar Dinge ja auch konträr gesehen werden. Wobei ich ja schon immer darauf achte, dass diese Runden so sind, dass man gemeinsam eigentlich, also dass man nicht miteinander eben gegeneinander diskutiert, wie das im Fernsehen gerne so orchestriert wird, sondern eigentlich miteinander um etwas. Und wenn dann trotzdem so Themen aufkommen, wo man vielleicht anderer Meinung ist, dass wir trotzdem so wunderbar harmonisch und witzig miteinander umgehen können, das finde ich den absoluten Knaller. So hätte ich das gerne auch manchmal im Fernsehen. Aber nicht am Montag, weil da machen wir ja. Vielen, vielen Dank an den sehr, sehr lustigen Chat. Hier kommt gerade auch viel Lob. Ich hoffe, Herr Simek macht öfters mit. Und Vorurteile sind okay, aber in den Hass mündet, das geht nicht. Das ist doch schön, hat überhaupt nichts mit Aberglauben zu tun. Damit beschließt diese Sendung. Gutes Schlusswort, genau. Ja, gutes Schlusswort, was überhaupt nichts damit zu tun hat. Genau. Passt immer. MacDrock, magst du denn noch, ich richte gerade mein Wort an den Chat-Moderator, magst du bitte so nett sein und den Sunny Fox noch raiden, da schauen gerade nur 9 Leute zu und das ist definitiv zu wenig. Vielen, vielen Dank. Wir winken schon mal und stoppen unseren Stream. Bis vielleicht zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, danke euch. Stream.